Okay. Wir können eine Karte auswählen, es gibt mehrere. Es gibt die Irrenanstalt, das Farmhaus, das Gasthaus, die Stadt und das Farmhaus. Und wir können in Schwierigkeitsgrad changen. Das schwerste ist Albtraum. Ja, wo kann ich den Hawaii-Mann kaufen? Na, hier. Oh, ne. Ey, der sieht aus wie ja, du, Arrel. Lass eine nehmen, die entspannt ist irgendwie, also die es uns nicht direkt in den Arsch poppert. Mute dich mal im Discord, Bruder, ich will dich doppelt. Achso, hörst du mich jetzt auch in-game gerade? Aha. Achso. Warte, ich muss kurz einen Skin kaufen für das Game. Boah, Abo, WBSR. Oh mein Gott, das kostet Geld, Bro? Ja. Aber das ist es wert. Ich habe extra eine Donation vorbekommen, dass ich mir diesen Hawaii-Mann kaufen kann. No way. Das wird jetzt auch natürlich umgesetzt. Oh mein Gott. Chat, jetzt mal wirklich, wenn wir das zum ersten Mal spielen, was würdet ihr empfehlen für den Schwierigkeitsgrad? Normal einfach? Jonas, dein Wunsch sei mir befehl, Bruder. Bruder, ich höre dich immer noch. Junge, wer schon er? Ach, Mann. Da steht Kai im Urlaub. Heißt so der Skin oder was? Ja. Im Urlaub. Okay, hab die Pfanne leer gegessen. Okay, Chat, was empfehlt ihr? Ja, aber lass es erstmal normal machen. Okay, warte mal. Western Map. Perks können wir noch nicht kaufen. Okay, warte, ich kann entweder Molly spielen, eine gescheiterte Stand-Up-Comedian. Sie hat sich von ihrem Studiengeld Sektenroben gekauft. Oder, wen habe ich noch? It ain't here. Nathan. War früher ein berühmter Koch, ist als Kind fast ertrunken, ist immer noch nicht ganz drüber hinweg. Go to hell. Dann haben wir noch Sam, ein ausgelutschter Hollywood-Schauspieler, liebt John Wayne-Filme und Satan, hasst die meisten Leute. Sympathisch. Go to hell. Sarah, eine Linguistik-Expertin und Übersetzerin von alten Schriften, hat insgesamt Angst vor Katzen. Dinner-Güter. Und Kai, Junge, trat eines Tages einer Sekte bei, anstatt zur Arbeit zu gehen. Classic. Mag es, keine Rechnung bezahlen zu müssen. Ey, Rätsel, den musst du zocken. Wettbewerbsfähiger Essenmeister steht hier noch. Digga. Boah, wer ist die Geile? Ex-Model, hat eine ungesunde Sucht nach Hauspflanzen, hat sich Satan verpflichtet nach einer Reihe von sehr unangenehmen Beziehungen. Go to hell. Okay, ich spiel Molly. Bist du ready? Bist du ready? Ja. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Laufendes Bro. Anna Azazel, Junge, die hatten. Also, basically, es gibt eine Frau, die hat einen Dämon beschworen. Digga, wer ist denn er? Wer ist denn er, Bro? Junge, hörst du mich, Ritzmann? Ey. Ja, ja, hörst du mich? Ja. Das Ding ist, ich komme gerade aus dem Urlaub und jetzt bin ich hier irgendwie in so eine Gegend geraten. Ich wollte eigentlich nach Hawaii an den Strand fahren. Jetzt bin ich irgendwie hier rausgelandet. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Naja. Und alles, aber jetzt werden wir mal die paar Geister fangen, wa? Ja, machen wir es mal, wa? Keule? Also wir sind Mitglieder von diesem Kult und gucken nach unserer Anführerin, weil wir vermuten, dass die vom Teufel besessen wurde. Josen. Das ist die Story quasi. Okay, also wir können hier No Trespassing machen. Können wir springen, wir können springen. Oh mein Bro, spring mal bitte. Oh, es hat einen Bounce.
Kann man, warte mal, kann man so, kann jemand Bunny hoppen? Okay, keine Bunny Hops, glaube ich. Okay, vielleicht müssen man wir kann uns auch aber sprinten. Vielleicht müssen wir uns hier rüberspringen, so. Oh, hier ist eine schwule Ziege. Beweisstück A. Was, eine schwule Ziege? Eine tote Ziege. Ach so. Ja. Oh, hier ist ein Zettel, Bro. Hier ist ein Schriftstück. 14. Oktober, es war nicht einfach mit E. 14. Oktober, es war nicht einfach, die Ziegen für das Beschwörungsritual zusammenzutreiben. Oha, die haben die umgebracht. Gut, dass ich so viel verdammtes Heu hatte. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, es alleine zu tun. Nathan hat mir immer gesagt, dass ich mit meinen Leuten sein sollte, wenn die Zeit gekommen ist. Ich fühle mich seltsam, als würde meine Haut brennen. Ja, scheiße, man, die alte hat's halt erwischt, ne? Kauf dir bitte diese Rockerfrau. Danke für die 5, mach ich gleich. Und ich werde Doro kein Küsschen geben. Du bist im Discord auch. Oh, sorry. Azazael, Azaza! Okay, Daniel Beutner testet neues Zaza. Ey, jeder von uns kann eine Sache nehmen. Ich nehme diesen Medikoffer. Wollen wir uns kurz die Steuerung irgendwie angucken? Oder, ja, die wurde gar nicht erklärt. Nee, irgendwie nicht, ne? UV-Licht mit Rechtsklick. Boah! Mach mal Rechtsklick. Hab Näherungsstimme vergessen. Achso, muss man gedrückt halten? Wir haben Näherungsstimme vergessen. Ich weiß nicht, was es ist, Digga. Aber scheiße, wir jetzt einfach drauf. Was haben wir vergessen? Näherungsstimme. Keine Ahnung. Ist der Proximity Chat, dass wir quasi mit denen reden können. Achso. Schlüsselanzeigen D. Taschenlampe S. Bruder, hä? Ich würde Jumpscares muten, okay? Wenn es okay ist, ist mir ein bisschen zu gruselig sonst. Ja, das ist natürlich sehr nett. Sehr nett, dass man es übermachen machen kann hier. Spring Space, Hocken C, Gegenstand fallen lassen G. Okay, warte mal, man kann hier mit A. Mit 1 kann man winken. Mach mal 1 oder 2. Over here. Okay, man, sure. Look here. You. mit dem Kanister, Junge. Look. This way. No. Du haust dir das First Aid-Kit so in die Fresse, Junge. Nah. Ey, ich werde diesen fucking Nazazael-Hurensohn da drin so ficken jetzt, Alter. Sure. Pass auf. Open the door, man! Was macht den ganzen Fragezeichen, Chat? Ayo! Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wir müssen den Schlüssel erst finden. Open here! Hello? Is someone there? Was habe ich überhaupt aufgehoben? Weiß ich auch nicht, Digga. Ich habe so einen Medikoffer oder so. Ich habe so Benzin. Wie kann man den Gegenstand benutzen nochmal? Bro, Chat, ist es euer Ernst? Das war ein Joke mit den Jumpscares. Als ob ich die Jumpscares ausmache. Digga, seid ihr dumm? Junge. Ey, hier können wir durchs Fenster rein creepen. Ja, ich würde gerne wissen, wie ich meinen Kanister benutze. Ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Was ist meine Tastenbelegung? Hocken C, Gegenstand fallen lassen G. Schlüsselanzeigen, Aktion mit E, Sprint, Batterie benutzen R. Weiß nicht, lass es mal weiter, vielleicht brauchen wir es gleich noch. Ich habe mich irgendwie hier hochgeglitscht. Ey, red's was anderes, wenn du da hinten stehst? Ja. Bist du dann Hallo? Sehr viel leiser? Geh mal nach da ganz hinten, zur Ecke. Wir müssen kurz alles testen. Sag mal was? Test. Okay, du bist genauso laut dann, okay. Okay, geil. Ich komm hier nicht durch. What the feff? Ich bin hier oben auf die Ecke drauf gesprungen, Bruder. Hier. Aber man kann einfach hier durchlaufen, Digga, WTF. Achso, okay, gut. Dann, ich dachte, ich habe irgendwie einen crazy Cheat freigeschaltet. No. No, sir. Ah, Ken Boogie. Oh! Oh! Das ist eher unentspannt, was da hinten. Das ist, glaube ich, ein Wolf. Ja. Ich habe eine Rose gefunden, 1 von 25. Und wir können hier so Weed mitnehmen. Wo bist du? Hier, wo das Licht ist. Wir können hier so Heubüschel. Wie hier, wo das Licht ist? Wo ist hier, wo das Licht ist? Naja, ich bin immer noch hier im Vorgarten. Wo soll ich denn hingelaufen sein? Na, nach hinten, hinter das Haus. Du bist weggerannt, nicht ich. Ja, die gibt's hinten auch. Aber du droppst dafür das andere. Können wir nehmen. Ich vermute, dass das uns später irgendwie, dass wir da irgendwas ausräuchern müssen damit. Oder du siehst aus wie Chelo. Chelo 385.
Okay, let's go. Junge, diese Springmechanik gibt mir anders AIDS. Okay, hier ist auf jeden Fall noch mehr Weed. Oh, hier ist ein Käfig. Wer seid ihr? Hier sind vom Satan besessene Ziegen, Little Bro. Und wir brauchen einen Käfig. Hier geht's in den Wald rein. Lass mal gucken, können wir hier ins Haus rein vielleicht? Nee, ins Haus können wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Okay. Hier ist noch ein Keller, Bro, den check ich noch kurz. Oh, hinten leuchtet's auch. Schau mal, hier hinten leuchtet's auch rot. Ja. Hier ist noch ein Medikit, Bro, und noch mehr Weed, falls wir es später brauchen. Okay. Ich komm zu dir rein. Hier ist so eine. Hier ist eine okkulte Opferungsstätte. Okay. Boah, ich kann hier was reintun. Mach mal. Hab. Wo? Ah, nee, halt. Also wenn ich hier was drüber halte, dann macht er so ein Symbol. Oh, ich kann das hier reinlernen, schau mal. Huge. Warte mal, wir haben hier noch so ein Kanister. Vielleicht müssen wir alles da reinmachen. Oh, nice, du hast es angemacht. Haben wir jetzt irgendeinen, haben wir jetzt Satan beschworen oder so? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch Stroh reinwerfen oder so? Oh, so huge, ja. I don't know, maybe. Warte mal, ich mach jetzt mal noch ein bisschen leiser. Rätsel, sag mal was. Hallo. Sag mal was. Hallo. Okay. Haben wir noch mehr Weed? Oder soll ich nochmal mit noch mehr Gasoline kommen? Nee. Also Weed kann man nicht mehr reinmachen. Ich glaube, das Feuer ist actually fertig jetzt. Vielleicht müssen wir alles halt irgendwie anmachen, you know? Also dass wir, das vielleicht ist ein Rätsel, wo wir in jedes Ding eins reinmachen müssen. Ich habe einen Schlüssel, Bruder, vom Käfig. Ich habe den Käfigschlüssel gefunden. Alter, Hugh, dann können wir die Ziegen freilassen. Dann müssen wir, warte mal, können wir Heu in diese Dinger machen, Bro? Ich lese hier kurz noch einen Brief, okay? Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Hinweis. Ja, mach das. Das ist alles, was sich The Watchers erhofft haben. Es ist fast an der Zeit, die Ziegen zu opfern. Das muss unbedingt ich machen. Wenn ich jetzt noch jemanden einbeziehen würde, könnte ich meine Verbindung zu Azazel, brechen und dann würde er verbannt werden. Warum zittere ich? Chat, was meint ihr mit Proximity Chat? Dass wir in-game reden? Wir reden in-game gerade, wenn ihr das meint. Nee, ich glaube, man kann hier irgendwas so aktivieren, dass wir uns halt nicht hören, wenn wir auf der anderen Ecke der Map sind. Ah. Aber das finde ich ein bisschen gruselig. Das finde ich auch gruselig. Geil. Dann müssen wir nochmal schnell neu starten, aber wir haben ja noch nichts gesehen. Machen wir da einfach, oder? Ist schon geil. Ist eine bessere Experience, Bro. Hat viel Gag-Potential. Kann man das nicht ändern jetzt? Nee, kann ich leider nicht. Hab schon geguckt. Okay. Dann nochmal raus. Oder? Warte, ich gucke. Nee. Ja, dann bis gleich. Schalte ich ein, Bro. Time to end this. Müsstest du Invite haben? Ja, ich joine. So, Näherungsstimme ist an, ansonsten lassen wir alles gleich, ne? Alright, let's go. Digga, du joinst direkt mit dem Skin, Junge. Okay, ich hab das geskippt, ja? Wie skippt man? Ah, okay. Red mal. Hallo. Red mal. Daniel Beutner hat neues Sasa getestet. Ja, viel geiler, holy shit, viel besser. Whiskeystore.de. Okay. Viel besser, okay, let's go. Du hast das Movement von einer alten Ziege. Ey, ich hoffe, es wird nicht okay, wenn ich hier meine alten Speedrun-Stress auspacke. Na klar. Ich kipp das Sasa in den Becken. Okay, mach das, Bruder. Alright, Bruder, dann lass zurück zum Käfig gehen. Mach
Sollen wir die einfach freilassen? Die sind voll gruselig, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, ob das smart ist, die einfach freizulassen, aber das wäre jetzt mein einziges Ding, was wir machen können. Lass erstmal gucken, ob wir Stroh in diese Näpfe tun können. In welche Näpfe? Achso, ja, das habe ich schon probiert, Bro. Müssen wir die opfern? Das habe ich schon probiert, Bro, das geht nicht. Okay. Lass einfach die Ziegen frei und wir gucken, was passiert, okay? Okay, ich lass die Ziegen frei. Okay, dann mach mal auf den Arm. Direkt verloren, Digga, instant verloren. Okay, mach mal auf. Ich geh mal auf den Dings drauf. Heidensziegen, wir müssen die, glaube ich, finden, Bro. Den Ziegen in den Keller, oh nein. Ey, sollen wir Heu mitnehmen in den Keller? Nein. Komm. Bring das Sasa mit. Ich bring das Sasa mit, dann rauchen wir. Okay, wo diese Kisten sehen aus, ein bisschen wie ein Tarkov. Bro, wir haben einen Steam-Erfolg bekommen, der hieß Heidensieg. Als müssten wir die finden, you know? Heidencock. Ich hab irgendwie keinen bekommen. Aha, neuer Brief. Ich höre Azazels Stimme, Azazaza, in meinem Kopf. Spüre seine Wut in meinen Adern. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kontrolle über ihn verliere. Ich verstehe das nicht. Ich kann die seltsamen Worte, die aus meinem Mund strömen, nicht aufhalten. Während ich sie spreche, erheben sich seine Lakaien überall um mich herum. Und? Na, das hört einfach auf bei und. Der Brief. Stell dich mal ganz kurz nochmal hin. Ich will nochmal kurz was checken mit der UV-Lampe. Okay, wir können. Bro, dein Gesicht sieht irgendwie weird aus. Das macht mich irgendwie unangenehm. Nee, chill. Oh, hier ist ein Schlüssel. Was ist das? Reese hat den Untergeschossschlüssel aufgehoben. Huge. Ja, vielleicht, Mann, können wir jetzt vorne rein. Oh, hier bei mir, Bro. Hier bei mir, schau, hier bei mir. Ich bin der Schlüssel, Mann. Lass aber noch kurz gucken, ob wir hier was mitnehmen. Lass noch gucken, ob wir hier... Wir können Benzin mitnehmen, wieder. Ich habe noch eine Rose gefunden. Ich habe einfach eh gespammt und eine Rose gelootet. Huge. Epic Hacks. Bro, guck mal, können wir nicht direkt das Gebäude abfackeln? Dann wären doch alle Probleme bewältigt, Mann. Facts. Wir haben so viel Benzin hier. Warte mal, hier ist noch eine Rose, die nehme ich auch noch mit. So, okay, jetzt rein da. Mach mal auf. So viel Gasolin, warte, kann ich die auch mitnehmen? Ah ja. Wait, wo hast du die andere Rose? Das ist so ein Sammelding. Ist ja, hier irgendwo. Ich glaube, das ist so für so Skins oder so. Ja, das ist wichtig. Müssen wir machen. Okay, mach mal Tür auf, dahinter ist dicke Sasa. Kannst du Schlüssel tun? Nee. Okay. Also anscheinend nicht die. Dann hier, vielleicht hier oben. Hier oben, Bro. Ja. Probably here. Hab mich auch gehört, hier ist das dicke Sasa. Alhamdulillah! Hier sind Messer in der Wand, das ist schlecht. Okay. Alhamdulillah für alle. Da hinten sind Licht, da hinten sind Augen, Bruder. This I don't like. Siehst du's? Ich sehe nur irgendwie ein so ein Ding. Da ist irgendwas Rotes, ja. Und es redet mit uns. Alhamdulillah! Sollen wir rangehen? Ich bin für die Fighter auf den Streets. Ich renne aber hin. Wallah, geh weg! Bist du tot? Wow, nee, sie ist disappeared. Okay. Oh mein Gott. Ey, ich spiel... Diese teuflische, meuflische Austreibungen. Ey, ich spiel so crazy Strat wie in Fortnite, wenn man so die Items in die Zone bringen will. Okay. Ey, Bruder, die Tür ist auf, lass rein. Digga, das ist das most kept Horror Game ever. Okay, ja. Hinter dir noch, wir brauchen Küchenschlüssel. Someone is breathing very heavy in the living room. Sei mal leise. Ne, das ist hier der Propeller. Ach so, verpiss dich. Ey, hier ist noch eine Rose, hier ist noch eine Rose, Fettarsch. Hab ich geholt in dem Schrank, meinst du, ne? Jo. Hier ist noch ein bisschen Heu, ein bisschen Sasa. Medikit ist hier. Okay. Hier ist noch eine Rose. Ich wünschte, wir könnten das rauchen. Ich change mal mein Benzin zu einem. Oh, warte mal, hier ist jemand am Sex haben. Oh, hier geht eine Tür auf. Oh, das sieht ein bisschen creepy aus, to be honest. Hier geht's auch auf. Du verdammter Geist. Ey, Rätsmann. Deine Batterie kann leer gehen von deiner Taschenlampe. Wir sollten die nicht die ganze Zeit anhaben, vielleicht. Oh, what? Aber es ist ja sehr dunkel ohne. Wollen wir uns eine teilen? Hier ist noch eine Rose, in case you need. Oh, hier?
Lesesaal. Lesesaal-Schlüssel gefunden. Sehr gut. Hast du gerade geschrien, Bro, oder war das in-game? Nee, deine Person hat gesagt nice. Hier ist noch ein Schlüssel. Hier stöhnt eine Frau. Küche, ich hab Küche. Okay, lass schließen, lass Küche zurück. Hier geradezu die Tür ist es. Guckt die Tür. Ah, nur die UV-Lampe verbraucht. Hier ist eine Ziege. Warte mal, haben wir die gerade ausgespielt? Warte mal, müssen wir die fangen vielleicht? Ja, vielleicht müssen wir die mit Heu fangen. Warte mal, lauf dir mal hinterher, Bro, lauf dir mal hinterher. Hast du sie noch? Hast du sie noch? Nee. Wie, nee? Ja, ich war doch in der Küche, du bist doch hier gerannt, Bro. Hier, hier, hier. Okay. Lass sie trappen, lass sie trappen, lass sie trappen, lass sie trappen. Da, ich hab's hingelegt. Warte, ist. Und jetzt können wir die fangen. Ich hab sie genommen, ich hab sie genommen. Oh mein Gott, raus mit der Bitch. Okay, dann bring ich die jetzt einfach nach draußen, oder? Schmeiß sie mal ins Feuer. Ja, mach ich. Willst du mitkommen? Ja, ich komme mit zur Sicherheit. Ey, Bro, du musst gleich direkt noch Heu mitnehmen. Für die nächste, wir müssen... Oh mein fucking Gott! Mit Rechtsklick kannst du sie verbrennen. Ja, verpiss dich, Alter. Okay, Lord. Schön. Ah, das Rechtsklick hat einen Cooldown. Okay, check. Alarm. Okay, was mache ich jetzt? Schmeiß ich die jetzt hier rein? Ja, kann ich hier reinschmeißen. Ja, schmeiß. Okay, sie brennt. 1 von 10. Okay, wir müssen alle Ziegen da rein. Okay. Oh, was jetzt? Was jetzt? Oh, oh, oh. Vom Haus aus hat es ein bisschen eine komische Geräusche gemacht. Ich glaube, es war nur ein lustiger Sound, Bro. Wir sollten uns jetzt gar keine Sorgen machen. Ja, ich glaube, das war einfach nur so ein kleiner Event-Sound. Ja, glaube ich auch. Okay, dann Heu ins Haus und Ziegen suchen. Das hört sich ja wie so ein bisschen wie so bei Zombie-Mode. Also ich würde mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube, hier ist alles noch normal. Bist du kockige, du verkockte Geister? Brody hat dich geschnappt. Die hat mich geschnappt. Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt? Ich hab jetzt so Fenster zugemacht, Bro. Wo bist du? Hier, Rätselmann, ich lieg auf dem Boden, hörst du mich? Ja, wo? Oben, oben, oben! Ich komm! Pass auf, die ist hier noch! Was macht die mit dir? Die liegt hier, Bro, einfach. Ich kann krabbeln. Ich bin so wie bei Fortnite Nock, weißt du? Bro, wo gehst du denn hoch? Ja, okay, komm! Ich sehe hier nichts, hier ist ziemlich dunkel, Bro. Ja, ja, hier, pass auf, da ist die, pass auf, die ist die. Lass sie rausgehen, lass sie rausgehen. Sie kommt zu dir, sie kommt zu dir? Nein, nein. Nee, sie ist dumm, sie ist dumm, sie ist irgendwie stuck an der Wand, Bro. Sie macht irgendwelche Dances. Das ist, glaube ich, dieser I'm a Savage von TikTok. Bro, die macht diesen Romatra-Dance. I'm a Savage. Betty, Bougie, Vater aus Bornisch. Bro, du darfst. Leucht mal nicht, leucht mal nicht, leucht mal nicht. Vielleicht geht sie raus. Mann, die stöhnt so. Die so, au, au. Und die kommt für meinen Arsch, ich will da nicht. Oh. Ich habe die Vermutung, dass Ritzmann auch einen Jumpscare gerade hatte. Ritzmann? Where you going? Where you at? Oh, you got plans. Hier, hier, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Geht Akku auf mich, los! Es ist so scarf, Digga. Hallo? Yo, wo bist du? Soll ich mal ein bisschen discovern, was hier ist? Guck mal, hier ist so übel hell. Ich glaube, wir dürfen legit nicht sterben. Also ich glaube, Rätsel müsste mich jetzt aufheben. Oh, wir haben verkackt. Bro, it's over.
Hörst du mich, Ingem? Yo, Rätsmann, hörst du mich? Achso, ja, müssen wir jetzt im Discord reden? Ich glaub schon, ich glaub, es ist over. Oh mein Gott, ey. Okay, also wenn die Ziege verbrennt, ist die Frau super tilt. Wenn was passiert? Ziege. Red mal Ingem nur, ja. Ziege, dann ist die Ultra tilt. Ja. Okay, du musst mir. Du musst, glaube ich, wenn ich knock bin, mir einen Medikit bringen, Bro. Ja, man kann sich auch selber eins suchen, ne? Wie? Also, als ich knock war, habe ich auch die Medikits auf der Map gesehen. Ich glaube, man kann auch selber zu einem hinlaufen. Ah, okay. Ich verstehe, das ist so ein Horror-Game, aber so ein bisschen auch mit Zombie-Mode. Und ich glaube, es wird mit jeder Ziege schwerer. Zum Zweiten ist der schon ja, und das war gerade 1 von 10, Bro. Okay, ja, easy, aber machen wir nochmal. Na, das werden wir hinkriegen, wa? Ja, Chat meint zu zweit ist ziemlich schwer, aber wir sind auch ziemlich gut. You? Damit ist die Navigation auf AK. Hey, yo, my friend, how you doing? What you doing? Where you at? Alright, wir speedrun. Ein gottverdammter Speedrun, Freunde. Ist es smart, die Medikits vielleicht alle drin zu placen auch? Checkt ihr, dass wir die alle direkt ready haben? Wäre doch eigentlich smart, oder? Aber ich meine, wir werden die doch relativ wahrscheinlich brauchen. Ich glaube, Roa hat das auch mit Phoebe zu zweit gespielt, aber das haben wir vergessen, ob die Leute dazugeholt haben. Ja, wir kriegen das schnell hin, Bro. Don't say that. Rätsel, hier ist noch eine Rose in case you need. Auf dem Berg da. Was? Mein Chat ist zu schwer für zwei oder was? Ja, aber wir kriegen das hin, Bro. Wir sind Experts. Easy. Ey, Bro, ich hab ne Idee, okay? Ja. Was ist, wenn wir die Medikits in dem Haus verteilen, Bro? Dann haben wir die ready, wenn wir da hinkrabbeln müssen oder wenn wir hinlaufen müssen. Das schon, ja, das hört sich gut an. Ja, dann machen wir den Käfig auf. Ich mach jetzt die Ziegen mal raus hier. Was ist, wenn wir die einfach direkt einfangen? Das sind doch nicht mal 10, das sind doch nur... Warte, was? Können wir direkt am Anfang vielleicht auch ein Heu hier hinlegen? Nee, Bro, ich glaube, das ist gescriptet, dass sie die Tür einrennen und sich im Haus verstecken. Ah, vielleicht können wir direkt eine mitbaiten. Na gut, egal. Okay, ich nehme Heu mit und dann ficken wir eine von denen. Okay, ich nehme ein Medikit mit und platziere es einfach mal im Wohnzimmer, würde ich sagen. Mach das. Okay, ich habe Heu hier einmal hingelegt. Nimm das Heu vielleicht auch lieber mit nach oben, Bro. Da brauchen wir das auch gleich. Nein. Wir müssen kurz Schlüssel finden, hier. Upgradedness. Haben wir noch sonst hier irgendwas gefunden? Nee, ne? Nur den Schlüssel. Dann mach mal auf. Dann mach mal auf, Bro. Ja, ist alles offen. Ich hab Heu dabei. Jetzt kommt die Frau wieder, pass auf. Der Wiese hat sie einen Freund. Was hast du mit Chilo gemacht? Okay, easy one. So, jetzt haben wir den Schlüssel gesucht, ne? Hier ist noch ein Medkit. Ich leg mal ein Medkit direkt mal hier unten an die Treppe hin, I guess. Ja, mach das. Vielleicht auch oben. Okay, hab Kellerschlüssel, den hatten wir vorhin noch nicht, Bro. Hab Frühstücksraum. Warte mal, können wir hier das Feuer machen? Hier ist eine Tür noch. Hier ist Bibliothek, Bro. Wo bist du, Rätsmann? Bin ich im Grand Hall, im großen Saal. Okay, bin bei dir. Oh, hier geht's auch auf. Wir müssen, glaube ich, erstmal alle Schlüssel. Hier! Ziege, schmeiß! Hab sie genommen! Okay. Boah. Ich überlege gerade. Sollen wir noch eine zweite grabben? Eine sammeln und dann zwei auf einmal reinschmeißen? Ist schwierig, weil dann brauchst du noch ein Heu, ja. Hier ist eine Tür irgendwo aufgegangen. Links war eine Tür zu. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, nicht, dass wir wieder hier irgendwie sterben.
Aber kann auch sein. Ding ist, ich glaube, die erste ist free. Ich glaube, die erste ist free. Erst wenn du dich verbrennst, wird die aggro. Okay, lass Keller gehen und wir holen einen neuen Heu zusammen. Ja. Und danach holen wir noch eine zweite Ziege vorher. Ja. Dann hier. Haben wir halt direkt doppel aggro, das ist besser. Ich habe hier irgendwo Heu hingelegt. Hier bei mir. Junge, was für ein Macher. Okay, meint ihr, ich kann die Ziege droppen? Fall. Nee, ne? Nee. Die rennt safe weg. Okay, dann schnappen wir uns noch eine von diesen blöden Zigros. Ah, hier waren wir auch schon. Hier waren wir schon, ja, hier waren wir schon. Bibliotheksschlüssel. Bibliotheksschlüssel ist da hinten, Bro, dann hier. Nee, hab ich nicht, den brauchen wir. Achso. Wir haben Frühstücksraum, Bro. Ich weiß nicht, wo Frühstücksraum ist. Das sieht mir echt irgendwie da aus wie wir, hier. Da waren wir gerade. Bro, drin, hier ist legit. Die Ziege war. Oh, hier ist sie. Wir haben jetzt Ausgang nach vorne, Bro. Wir können hier auch rausgehen. Geil. Aber wahrscheinlich können wir uns da retten vor ihr. Sie ist oben. Ich sehe sie. Sie ist oben. Man hat die da gerade langlaufen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Frühstücksraum ist. Da waren wir doch gerade, Bro, im Frühstücksraum. Das ist die Küche. Da war letztes Mal eine Ziege drin hier. Haben wir Büroschlüssel? Nee. Okay, die Ziegen sind ein bisschen random, also. Digga, irgendwas stöhnt hier gerade. Hier geht's nach oben, wollen wir mal gucken? Ja, aber pass auf, oben ist die alte. Da gibt's eine Rose. Hier geht's noch weiter nach oben, Bro. Oh, in Dachstuhl. Ey, vielleicht kann man auch wirklich nur eine Ziege machen und wir müssen erst eine wegbringen, bevor wir sie nächste holen. Boah, das kann sein. You know? Wir können uns aber auch mal ein bisschen umgucken für Map-Knowledge. Hier ist noch ein First Aid Kit. Good to know. Hier ist noch eine Rose. Ja, nice. Oh, da hinten sind noch Ziegen, oder? Das sieht doch rote Augen. Oh mein Gott. Noch ein Käfig. Noch ein Käfig. Die anderen fünf, Bro. Die anderen fünf. Kannst du den aufmachen? Nee, ne? Ja, klar. Nee, es sind ja 10 insgesamt. Ne, fehlt ja eh noch. Okay, dann, okay, dann wissen wir aber jetzt alles, was wir machen müssen. Hier geht's auch wieder runter, Bro. Es gibt 2 Runtergänger. Ja. Wollen wir hier hinten runtergehen? Mal gucken, ob wir hier alles gelootet haben, dass wir safe sind. Ja, okay, fair. Ich glaube aber ehrlich gesagt schon. Ja, ich glaube. Ich glaube, wir müssen einfach immer eine Ziege nach der anderen rausbringen, Bro. Und, dabei nicht draufgehen. Ich gehe hier runter, ja? Ja, ich komme mit. Lass immer alles zusammen machen. Hier, Schlüssel! Büro! Was ist du? Stark, wo war das nochmal? Oben irgendwo, unten, ne? Unten. Unten? Hier ist Toilette. Oh, hier geht's auch. Geht's noch, wo bist du? Hier, bei der Treppe. Wollen wir noch hier hinten gucken, was hier ist? Oder wollen wir runtergehen? Ja. Nee, lass alles in Ruhe. Noch ein Schlüssel, Bro. Lesesaal. Stark. Hier ist ein Home Gym. Lesesaal ist wichtig. Hier ist ein Kinderzimmer. Hier ist ein Schlüssel. Nice, Bibliotheksschlüssel, huge. Okay, ich glaube, wir haben alles, Bro. Lass runtergehen. Hast du Kinderzimmer gelootet? Ja, hier war nichts mehr. Lass runtergehen. Ich hab noch Bib gefunden. Lass runterbringen und dann fangen wir an. Hey, haben wir nicht Lesesaal? Ja, Bro, ich glaube, wir können keine finden. Wir hätten noch jetzt lange schon eine gefunden. Maybe. Ich werde es aber da hinten schon aufschließen können. Bruder, wirklich, ne? Diese Sprenge in dem Game gibt mir Hasskicks. Was ist das? Ah, hier kommen wir raus. Okay, check. What you doing? Why you at? Okay. Ich hab Tamar Muskelkater gerade. Oi. Krass. Aber die sind. Oh ja, jetzt wird er wieder. Aber die sind in den abgeschlossenen Räumen. Ja, aber wir haben ja schon welche aufgeschlossen, Bro. Soweit ich weiß.
Bro, der hat eine Doppel-UV-Ung bekommen. Ich hau erstmal die eine Ziege hier rein, so. Ja, ja. Die wird jetzt erstmal verbrannt. So, boom. Okay, die erste Ziege dann. Hier ist noch einer. Okay, let's go, Bro. Jetzt hier unten ist einer, ja. sie ist unten. Aber die kommt nicht raus. Glaube ich. Dann sollen wir hier oben rein? Oder lass vorne rein. Ja, die hat sich aber gerade beruhigt. Ich nehme ein Heu mit, ja? Ja, jeder nimmt ein Heu am besten, genau. Vielleicht können wir sie auch umbringen, you know, mit der Lampe. Also ich habe das gerade mal getestet, man kann sie so ein bisschen langsam machen, aber sie kommt trotzdem auf dich zu. Okay. Also du kannst sie jetzt nicht komplett abhalten. Aber es nervt sie schon. Lass sie jetzt hochgehen, oder? Wo ist sie? Sie rennt gerade oben. Oh, raus! Kommt sie raus? Oh, actually ja, das ist schlecht. Ich blende sie, lauf weg, little bro. Anna muss öfters betäubt werden, umso weiter das Ritual fortgeschritten ist. Wenn Annas Augen rot sind, hat UV-Licht keinen Effekt. Hast du gehört? Wir haben sie betäubt jetzt, Sie ist gestunt. Lass hinten rein. Ihre Augen sind doch immer rot. Nee, anscheinend nicht. Okay, ja geil. Wo ist die nächste Ziege? Any goats around? Any goaters? Hey, excuse me, we're looking for a goat. Das ist schon lang, goated. Rätst du, ich bin eine Etage hochgegangen? Ich bin hinter dir. Du hast geile Füße. Danke. Da, pass auf, da ist ein Zombie. Oh. Boah, hier sind mehrere, okay. Hier war ein Dämon. Dicker, das ist ja riesig hier alles. Das Haus ist unfassbar groß. Ja, die Batterien sind für UV. Oh, nice. Lass sie essen. Holt, kommt die jetzt? Ich hoffe. Grab sie direkt dann. Boom, und nehmen. Zack, Hopsname. Rausgehen oder nach noch einer suchen? Boah. Ich würde eigentlich sagen, nach noch einer suchen, aber... Ich glaube, maybe stimmt deine Theorie, dass immer nur eine nacheinander spawnt. Ja, dann let's go, gehen wir raus. What you doing? Dann lass ich jetzt raus eskortieren. Da hinten ist noch eine Rose. Hast du Bibliothekschlüssel? Du hast ihn noch, oder? Ja, Sir. Geil. Ich bin halt ein verdammter Leseratte, bin ich. Hier ist Ausgang, pass auf, warte, lass mich spotten. Okay, let's go. Sie ist vorne! Wir müssen hinten raus, das Keller. Ey, wo war der nochmal? Hier. Hier. Bei mir. Hörst du mich? Ritzmann? Ja, ich höre dich, aber ich bin falsch. Hier bei mir. Lauf zu mir. Ja, er weiß. Ah, hier. Alright, let's go. Ich bin 1-2 gebogen. Let's go. Oh, lustig, Griezmann hat sich verlaufen. Irgendwer ist hier schön. Oh, hier unten, pass auf! Hier ist ein Problem. Moin, du Versager, Wicht. Okay, Bro, zweite Ziege ist done, Alter, let's go. Okay, lass mal kurz noch UV aufladen, bevor wir. Ja, würde ich auch sagen. Oh, das Feuer ist aus. Wir brauchen Benzin. Oh, bitte. Ja, ich mach ran. Das ist ja eine absolut wilde Geschichte. Okay, also brauchen wir für jede Ziege. Eigentlich müssen wir alle Benzinkanister aus dem Haus hier hinräumen direkt. Ja, okay, das können wir uns merken fürs nächste Mal. Weißt du, sonst müssen wir die auf Level 10 Akku da nochmal ins Haus wegen Benzin gehen. Ja, Mann. Ich glaube auch, dass sie jetzt mehr Akku haben wird. Natürlich, safe, 100 Pro. Okay, 2 von 10, Bruder, let's go. Okay, bist du ready, mein kleiner Freund? Du bist eine Rose? Hab ich schon. Alright, Chat. 2 von 10. Huge Pock Clap. Okay, du nimmst Heu mit und ich nehme Benzin mit, wenn ich sehe.
Ja, ich hab hier ist Benzin rechts. Willst du es kurz rausbringen? Ich bring's direkt raus. Dann warte ich kurz hier auf dich. Meinst du, ich kann kurz auf Toilette gehen? Ey, meinst du, ich kann kurz auf Toilette gehen? Hier ist noch ein Kanister, ich hab noch einen hingelegt. Wo? Er liegt schon beim Feuer. Okay. Ey, meinst du, ich kann kurz auf Toilette gehen? Och, Bruder, also das ist ja wirklich... Wirklich, also... Denkbar unentspannter Moment, aber ja. Ich stell mich einfach hier hin, I guess, und bin safe. Okay, ich gehe ganz schnell auf Toilette. Okay. Digga. Das finde ich das unentspannendste Game, um auf Toilette zu gehen, muss ich ehrlich sagen, wie es ist. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich glaube, hier draußen ist keiner. Super dumm, eigentlich das UV zu wasten. Geht's hier noch weiter irgendwo? Zaza. Hallo, schöne Frau, entschuldigen Sie. Ich habe Sie schon beobachtet seit längerer Zeit. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht Lust hätten, eine Cola Zero trinken zu gehen. Also ich bin hier gerade auf dem Weg in Urlaub und, naja, wie soll ich sagen, ich bin hier in diesem Kuhkampf rausgekommen, aber wir könnten doch bestimmt zu zweit, sag ich mal, hier etwas finden, wo wir einen Kaffee trinken können und uns ein bisschen näher kennenlernen. Ich finde, ihre Haare sind wirklich wunderschön. Hallo? Warum rennen Sie einfach weg? Digga, Roleplay Johnson, Alter. Boah, hast mich jetzt hier eiskalt rausgeworfen, muss ich ehrlich sagen. Ich war gerade sehr in der Immersion drin hier. Okay, okay. Was hast du gerade dabei? Nothing, weil ich hab Hände frei für Benzin. Okay, okay. Dann lass immer mit einem Heu nehmen und du nimmst immer ein Benzin mit, wenn wir es sehen. Oder halt ein Medpack. Ja, auch smart, auch smart. Okay, lass vorsichtig gehen. Ich höre irgendwas Komisches von hinten. Oh, die kommt, die kommt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf, 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 lauf. Vor uns ist einer. Easy. Voila, sie hat meinen Bruder hops genommen. Naja, egal. Ist sein Problem. Rätsel, brauchst du Hilfe? Okay, warte, ich stun sie, du kommst da mit einem Madpack. Bro, die Fotze guckt mich nicht an, jetzt. Ey, die wird nicht betäubt, Rätsmann. Ja, ich geh in den Erdgeschoss rein, Bro. Okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Ich glaube, ich sehe über die Treppe hier rüber. Ah, doch. Got you, Bro. Geil. Boom, Comeback. Alright, weiter geht's. Ey, was muss man machen? Pack auf denjenigen ziehen oder E was? Drücken, E drücken, E drücken. Ah, geil, geil, geil. Okay, sie ist draußen, Bruder. Weiter geht's. Lass nach der nächsten Ziege suchen. Lass hochgehen. Ja, ja. Weil sie ist unten. Wir haben oben noch ein paar Räume nicht durchsucht. Bibliotheksschlüssel, willst du den mal einmal aufmachen? Ah, hier haben wir vorhin die andere Goat gefunden. Hier ist ein Benzinkanister. Ja. Nehme ich. Unten waren wir noch. Ah doch, unten waren wir auch schon. Wir müssen noch mehr Schlüssel sammeln und so. Hier ist noch ein Benzinkanister, Bro. Willst du den einen kurz saven irgendwie? Oder merkt ihr was? Hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Ja. Pass auf vor uns. Boah, ich hab wenig Ding. Ja, ich hab halb.
Okay, was haben wir denn noch für Räume, Bro? Weiß ich nicht, sollen wir... Im Keller gibt's doch noch so einen Raum. Haben wir den vielleicht schon? Den haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Digga, hier muss doch irgendwo noch eine Ziege sein. In der Ecke ist wieder ein Container. Ich räume den mal hier nach vorne, dass wir den direkt sehen. Auf Five-Head Strat. Besteht das Game nur daraus, 10 Ziegen zu verbrennen? Yo, chill, Bro, what the fuck? Also, das wird immer schwieriger, glaube ich. Ja, lass Keller gehen. Chad hat recht, ich habe da einen Schlüssel gefunden. Ja, yes. Die Frage ist halt, ist sie noch Keller? Werden wir sehen. Lass mal langsam machen. Junge, denn ich lebe im Ghetto. Kreuzberg oder Tempelhof. Okay, seh sie nicht. Hab aufgemacht. Hier ist eine. Sie kommt. Ach, Ziege. Boom, hab's genommen. Für eine Säuferei. Okay, direkt raus. Das scheiß wie Junge. Das wird direkt auf den Scheiterhaufen gepackt. Ich hab Benzin. Mach an, das Sasa. Wir rauchen jetzt diese Ziege. Was heißt überhaupt Sasa? Ich glaube, das heißt, das, also Gras einfach ist damit gemeint. Ich dachte, das heißt so Tabakko. Geil, good job. Okay, ich hab ein neues Heu. Du gehst für Kanzin-Banister. Die kommt. Renn. Ich stun sie. Sie stun. Go, weiter. Nein, die ist nicht mehr stun, Bro. Komm hoch. Digga, Rätsel, sag mir nicht, du wurdest gebastelt. Ich war stuck irgendwo. Wie er einfach redet und einfach weggetragen wird, Digga. Strong. Scheiße. Ich komme, mein Bruder. Gib mir hier Fallschaden oder das Fallschaden aus? Falsch. Du bist da direkt, gell? Du hast sie gesehen. Ey, ich war Real Talk stuck an irgendwas. Das ist hier. Oh, hier. Hinter der Tür ist sie. Okay, und hier ist, glaube ich, eine Ziege. Ah, doch nicht. Ich muss mein Heu noch holen. Oh, fuck. Muss man die killen oder. Scheiße, wo hab ich meinen Fallschaden hingemacht? Hier. Hast du mein Heu? Treppe runter. Bin da. Hier. Okay. Ey, Leute, das ist echt ein wildes Game hier. Okay, wir müssen noch eine Ziege finden, Bruder. Ja, wir haben doch... Wo sollen denn jetzt noch zwei Ziegen sein? Zwei Ziegen müssen wir noch finden, ja. Okay, ich glaube, im Obergeschoss fehlen uns noch Türen teilweise. Kann sein. Lass nochmal hochcheppern. Bett, ob sie es schaffen, 10 Ziegen zu holen. Ich glaube, wir haben schon ein Bett offen, Bro. Guck mal hier. Hier geht's noch eins hoch. Sollen wir noch mal ganz oben? Ah, hier ist noch einer. Geh zurück in dein Loch, Digga, und spiel H1 Zion. Okay. Also hier, ja, hier sind noch mehr Ziegen. Die müssen wir aber noch nicht freimachen. Da brauchen wir den Dachboden-Käfig-Schlüssel. Ich weiß nicht, Bro. Warte mal, hier. Guck mal, Lesesaalschlüssel. Hast du den? Mach mal hier auf. Oh! Hier ist ein Schlüssel. Das ist eine Ziege. Nice. Boom. Und hier ist noch eine Rose. Boom, bang, boom. Und zack, eingesammelt die Scheiße. Warte mal, Bro, nimm mal den Kanister hier. Ja, wollte gerade machen. Boah, smart, Junge. Okay, lass rauscarryen, ohne zu sterben. Lass vorsichtig machen, vorsichtig.
Pass auf, hier ist ein Hässiger. Geh zurück in dein scheiß Loch, Alter. Geh du auch zurück in dein scheiß Loch. Wo bist du? Okay. Hier, vor dir. Gehen wir über Keller. Ich spotte. Die ist da. Weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Ruf hier den Scheiß. Hier, Tür raus vorne. Jesus. Geil, haben wir gefickt. Ah, warte rum. Die kommt, sie kommt. Sie kommt, ich stun sie. Hab sie gestunt. Geil. Nein, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Aber ich hab sie outmoved. Ja, wir haben sie abgehängt hier hinten, glaube ich. Boah, wie wird das stressig mit 10 Ziegen, Alter. Au. Chat, wer ist Anna? Das ist diese Frau da. Und die ist irgendwie von Satan besessen. Okay, mach an. Voila. Okay, wir haben die vierte Ziege, Ladies and Gentlemen. The fourth, the goat. Ey, 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 ey. Ey, wir müssen aufpassen. Ist dein UV voll? Ja, ja, ja. Ich glaube, die ist hier vorne irgendwo jetzt. Geh zurück in ein Loch. Viel Spaß mit Fortnite. Ah! Ey, Dominik, sie hat mich. Ist sie noch da? Sie ist hier unten. Ja, sie kommt zu dir raus. Sie kommt zu dir raus. Ich komme aber auch raus. Komm du raus. Ich bin on my way, on my way, on my way. Hast du Medikit? Brauch ich das? Oh, blind man nicht so, Junge. Ja, brauchst du. Boah. Oh, hier ist ein Dämon, warte kurz. Pass auf, die ist da nicht, dass die dich auffickt. Da müssen wir von vorne anfangen, Bro. Ja, ich höre die nur. Wie, du siehst sie doch, die ist doch da. Nein, ich seh die nicht. Okay, lauf, 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 lauf. Oh. Die siehst nur du, weil du durch die Wände schauen kannst oder so, du kleiner Hacker. Vielleicht. Wird die Frau mit jeder Ziege etwas stärker? Ich glaube schon, ja. Goblin Nuts, Space Login, Maxwell, King of Lidl, danke für die Subs. Komm her, danke für die Subs, Jungs. Heb mich auf, mein kleiner Bruder. Boah, Bruder, was mir gerade eingefallen ist. Wenn es da drin keine Medikits mehr gibt, sind wir am Arsch. Ja, oh, das ist korrekt. Wir dürfen wirklich nicht mehr so oft sterben, Digga. Wir sind echt zu oft verreckt schon. Ja, ist halt aber auch schwierig. Ist ja, wie ich sage. Okay. Wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade? Ich habe irgendeine Schüssel noch gelootet gerade. Du, es gibt noch eine zweite Tür im Lesesaal. Da müssen wir noch mal hin. Okay. Da ist ein Benzinkanister. Ja, ich nehme den einfach mal. Hier ist einer. Das sind die Teufelsgehelfer. Hier ist der Lesesaal. Nee, nee, das ist nicht der Lesesaal. Oh nein, sie kommt! Rätselmann, kannst du mich hören? Rätselmann? Und... Oh nein. Oh, ich dachte, du bist gestorben. Oh mein Gott. Bro, ich hab den Käfigschlüssel. Für oben. Geil. Geil. Willst du hochkommen? Nee, die Bitches sind irgendwo hier unten. Ich renn mal. Egal. Lass mal nach oben gehen und mit Heu einfach versuchen, zwei direkt zu snacken. Ja, ich hab nur. Wir haben nur ein Heu. Okay, dann scheiß drauf. Dann lass mit einem versuchen. Die Technik wird auch nicht gehen, sag ich dir ehrlich. Ich hab das Game analysiert. Probieren wir mal. Hallo, hier liegt doch ein Heu. Oh mein Gott, ja, hallo, okay, let's go. Dummkäppe, Alter. Wir waren irgendwo, wo so ein Lesesaal war. Da war noch eine Tür, Bro. Die Kelps. Ja, okay. Vielleicht hier? Hier
Hier ist ein Goat. Siehst du hier irgendwo, Bro, bei uns? Da ist noch eine hinter uns ist noch eine. Lauf, hier runter. Lauf und raus. Bist du draußen? Rezwan? Rezwan wurde wieder gecatcht. Ja. Komm, Discord! Bro, diese Bitch, Alter. Hallo. Warum sagt Rizma nicht, wo er hingeht? Das hätten wir doch haben können. Was? Ich habe sie daneben geworfen? Bro, WTF? WTF? Ich kann sie nicht mitnehmen. Hier. Ich habe einen Heu gewastet jetzt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe aus Versehen G gedrückt anstatt E. Dann ist sie weggelaufen. Okay, Rezwan, haben wir hier noch irgendwo ein Medikit? Hier, viel Spaß bei, weiß ich nicht, Kong-Stream. Yo, Fettarsch, ich kann dich nicht aufheben, eine Sekunde. Okay. Get fucked, Bitch. Viel Spaß beim Außenrumlaufen. Bro, das kommt immer so von out of nowhere, Alter. Okay, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir haben keine Zeit, perfekt. Oh. Oha, als ob die uns da jetzt verbrennt, Digga. Bro. Hätte jetzt echt nicht sein müssen. Boah, Digga. Das ist schwer, aber Retalk. Ja, das Game ist echt schwer. Boah. Ja, noch eins, oder? Geht's irgendwie in eine andere Map, irgendwie klar. Chilliger ist so? Für? Die Irrenanstalt und das Gasthaus. Aber ich find's eigentlich geil, die Map. Ja, an sich schon geil, aber halt so. Red mal nur Ingen, bitte. Ach, Digga, ja, mein Gott. An sich ist schon geil, aber wenn wir das jetzt gar nicht packen heute mehr, ist auch mega unsatisfying. Hey, ich hab das Gefühl, wir kriegen das easy hin. What the fuck? Meinst du? Ja, voll. Auf Basis der letzten Runs hast du diese Daten analysiert und sagst, das findest du, wir schaffen das nicht? Also, Bro, ich weiß nicht, ob wir das gleiche Game gezockt haben seit der Stunde. Ich finde, das kriegen wir easy hin. Wir müssen alle Schlüssel looten und alles aufmachen und uns nicht so oft von der alten catchen lassen. Ja, das ist halt das Ding. Wenn die kommt und Akku auf dich hat, der rennt dir ja ein halbes Grundstück hinterher. Ja, dann musst du die stunnen einfach. Das ist mehr ja, das OP als wegzurennen. Ich hab die einmal gestunt, dann ist sie trotzdem gekommen. Das ja, die Wirkung ist, du musst es mega lange machen, Bro. Crazy shit. Wir okay, können komm. Die Irrenanstalt machen, wenn du willst. Ja, gut, weiß ich nicht, Bro. Dann müssen wir jetzt komplett nur die Map lernen, das ist auch Quatsch, I guess, oder? Enough already! Go to hell! Ich weiß nicht. Nee, wir machen das jetzt und gut, wir schaffen das jetzt. Irgendwie. Ich glaube auch, dass wir es schaffen. Lass noch einen Try machen. Wieso sieht Rezwan aus, als wäre ein FBI-Agent im Hemd, der gerade auf Hawaii-Mission ist? Rezwan hat da diesen Skin mit Geld gekauft. Ja, das gebe ich zu. Okay, können wir Legend irgendwas smarter machen? Ich überlege es mir. Ja, reingehen und bevor wir die erste Gold machen, alle Benzinkanister nach draußen bringen.
alle Medikits an eine Stelle bringen, alle Heu auf eine Stelle bringen und dann reingehen. Es ist erst super Agro-Stuff, wenn wir die erste Ziege verbrennen, habe ich das Gefühl. Ja, das ist true, Mann. Ja, ja, safe. ...100% worth das Geld. Und alle Ziegen reinlegen und dann verbrennen, maybe. Ey, geiler Tipp. Ich leg mal alles an Heu hier einfach vor den... Hey, lass hier vorne alles sammeln. Wir machen hier einen Medikit-Haufen, wir machen hier einen Benzin-Haufen. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Diese Runde ficken wir jetzt. Das wird jetzt ein No-Brainer, Rezmann. So. Gasolin, hier ist noch Medikit. Wir tryharden das jetzt, Junge. Das ist jetzt so auf Speedrun-Strat. Du musst dir den Schlüssel da hinten holen, Bro? Willst du das einen YouTube-Upload? Habe BTW vor Angst aus dem Mund geschissen. Weiß ich nicht, Bro. Gucken wir. Ja, das ist nicht viel laufen. Die meisten Sachen werden jetzt direkt aus dem Haus raustragen, weißt du? Deswegen ist es besser, wenn wir hier machen, dann kann man direkt so hin und her laufen. Lass hier direkt hin machen, dann haben wir ein bisschen näher. Achso, nee, dann meint, die brauchen wir hier draußen. Ja, genau. Okay. So, dann mach die Ziegen auf, oder? Hier draußen haben wir alles, ne? Confirmed. Würde ich auch sagen. Vielleicht vorne können wir noch holen. Vorne können wir noch holen. Ja, lass doch gucken, lass doch gucken. Guck mal, Zeit haben wir aber unendlich. Ja. Ich kann mich gerade nicht muten, Chat, aber entspannt euch mal. Danke, Mann. Es ist ein Horror-Game. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine Bett brauchen. Oh. Da ist noch übel viel Heu, Bro. Okay. Das sind schon neun. Komm, Discord. Ich glaube, das reicht schon, Bro. Das sind schon 10 Heu-Dinger. Ja, aber wir haben auch... Also, ja, okay. Wir brauchen ja nicht mehr. Hab vorhin noch einmal eins gewastet. Wenn du aus Versehen G drückst und eine Ziege fallen lässt. Aber wir lassen einfach keine Ziege fallen. Boom. Ja, ansonsten können wir dir von vorne noch holen. Ja, okay, mach mal auf. Okay, ich mach auf. Los geht der Spaß. Let's go. Dann rennt mal, ihr kleinen Mäuse. Ihr werdet gleich alle gefangen. Okay, dann alle Schüssel scouten. Ja, Schüssel. Die Schüssel liegen immer an denselben Spots, aber es sind immer random Schüssel, glaube ich. Batterien. Ey, warte mal, ich sollte direkt einen Heu mitnehmen, oder? Ja, genau. Okay, bist du hinter mir? Ich geh hoch. Ich bin... Jo, hast du einen Schlüssel hier unten geholt? Ja, hab ich. Okay. Bin hinter dir. Können wir auch nicht geradeaus gehen, oder müssen wir die aktivieren? Müssen wir. Ja, dann machen wir's. Okay, let's go. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Nur kurz Küche reingeschaut. Okay, ja, lass alles Stück für Stück machen. Hier ist ein Benzini. Hier ist ein Schlüssel. Ich hab Hauptbadezimmer. Ich sammle die Benziner hier gerade mal kurz zusammen. Ja, geil. Hier ist noch ein Medikoffer. Hier ist noch ein Benziner. Hier ist noch ein Medikit am Eingang. Hab noch einen Schlüssel gefunden für den Keller. Wir gehen als erstes in den Keller, Rezmann, dann holen wir da die Ziege. Ich hol, Bro, lass in den Keller gehen und da die Ziege holen. Da ist safe eine. Da verwette ich meinen goldenen Arsch drauf. Ja, ja, aber wollen wir nicht erst noch die Sachen zusammen sammeln? Ja, können wir machen. Hier, friss du, Hund. Lass auf, try hard machen. Willst du die schon burnen?
Ja, Mann, let's go. Nimm dir einen Kanister mit, okay. Wir zünden die Alte jetzt an. Das wird ein gottverfickter Speedrun jetzt. Zünd an die Sau. Digga, die ist nicht so happy, glaube ich, da drin zu sein. Um was geht's? Wir müssen 10 Ziegen rausfinden, rausbringen und anzünden. Und dann haben wir es geschafft. Und währenddessen verfolgt uns eine Frau, die, wenn die uns sieht, uns one-tappt. Okay. Vielleicht sollten wir nicht sprinten, Bro. Vielleicht sollten wir jetzt nicht mehr sprinten. Ich glaube, die ist hinter dir, Bro. Rätsmann, komm mal hoch. Erdgeschoss. Hier, 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 renn, 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 Keller, 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 Keller! Stun sie, stun sie, stun sie! Ich stun, ich stun. Okay, weiter, weiter, lass über vorne rein. Oder hier. Hier können wir nicht rein, lass über vorne rein. Schön, 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 okay. Wir sind nicht gestorben, huge. So, jetzt vorne rein und... Warte, ich nehme hier den Skip. Da ist zu. Wir haben den Schlüssel noch nicht dafür. Okay. Wir müssen jetzt halt an der vorbei, ne? Okay, die ist wieder reingegangen. Benzin. Hier, die ist hier drin, die ist hier drin. Die ist direkt close. Das ist der einzige Weg, den wir gerade reingehen können, Bro. Na, lass an dir vorbeirennen vielleicht, oder? Wir müssen nächstes Mal, wenn wir drin sind, weil ich muss kurz kratzen. Nächstes Mal, wenn wir drin sind, Bro, müssen wir direkt vorne die Tür aufmachen. Ja. Okay, let's go. Links und direkt rein und links. Okay, bin durch. Digga, stressiger als Tarkov einfach. Ich mache als allererstes vorne die Tür auf. Ist offen. Kann ich euch double killen? Okay. Das ist toll. Alright. So, den hole ich mal nach vorne, dass Rätsmann den gleich sieht. So. Als halt im Haus, weil dann können wir außen rum, kannst du immer laufen. Hier ist auch noch einer, Rätsmann. Ja, ich. Boah, ich try harde gerade so rein, Freunde. Ich will es schaffen. Ich weiß nicht, ob es actually die Wave ist zu sprinten. Weil man ist halt schnell. Aber der Nachteil ist halt, man ist halt schnell. Weil dann läuft man halt vielleicht in die rein oder so, you know? TV-Raumschlüssel. Okay, Hintertür ist auch offen. Boah, ich muss meine Mütze aus absetzen, dann sehe ich zwar aus wie der übelste Hund, aber meine Haare kribbeln zu sehr. Geht's noch, wo bist? Hier. Draußen? Nee, hier hinter dir. Ich hab noch irgendeinen Schlüssel, Bro. Ich hab für Schüssel. Keller, Hauptbadezimmer und Untergeschoss. Hauptbadezimmer müssen wir. Als nächstes eigentlich. Okay. Wo würde denn das Hauptbadezimmer sein? Ey, Bro, Hauptbadezimmer ist doch safe oben, oder? Ey, deine Lampe hat gerade geblinkt, oder? War die da hinten bei dir? Nee, aber lass mal hochgehen. Hier ist noch ein Medikit. Hier ist Bibliotheksschlüssel. Haben wir alles nicht. Hier ist ein Zombie. Hier ist Schlüssel. Bibliotheksschlüssel. Lass zurückgehen in die Bibliothek. Da hinten ist einer. A Goldie. Boom. War hier auch irgendwelche Schlüssel drin in dem Raum? Irgendwas war? Vielleicht unten. Alright, wir haben 2 von 10. Let's go. Huge. Huge Stub.
Ah, hier ist nix. Du musst aufmachen, Bro. Ich muss kurz meine Haare kratzen. Okay. Das ist natürlich gar kein Problem. Oh nein, let's go raus hier. Pass auf, hier ist einer, lass ihn einfach. Oh, lass ihn killen. Digga, was hast du hier für einen Bunker, Junge? Oha, Alter, Maschine. Okay, diesmal nehme ich meinen Skip. Halbe Tankstelle, ist so. Kevin, basically, hier ist ein Zombie, hier ist ein Stuhl, hier ist ein Tisch, hier bin ich. Bro, so call ich nicht. Verbrenn die alte Sau. Oh, Bro! Was los? Wir können die Ziege hier liegen lassen und erst anzünden, wenn wir die zweite haben, dann können wir das so ein bisschen stacken. Nee, meinst du? Ich glaube, dass dann, dass wir die nächste erst finden, wenn wir die verbrannt haben. Hm. Wir haben ja genug Benzin, Digga. Mach einfach. Verbrenn die Sau. Ja, dann hätten wir halt einen Run ein bisschen entspannter, aber den anderen danach doppelt unentspannt. Okay, Chat meint, das geht. Dann lass es beim nächsten machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob es echt schlimm ist. Okay, ich nehme wieder ein Heu mit. Gehen wir vorne rein oder wo wollen wir rein? Och, Digga, ich dachte, das ist die Frau, Junge. Oh. Die ist hier unten. Okay, dann lass über hier rein, Bro. Wir brauchen echt noch mehr Schlüssel irgendwie, Mann. Irgendwie schon, ne? Pass auf, hier ist ein Zombie. Ich geh nach oben, ja? Verreck in der Hölle, Junge. Lutsch an den Nippeln deiner Mom. Ich bin oben. Oh, die ist hier oben. Red's mal, die ist hier oben! Ja, ich bin unten, alles gut. Okay, die ist hier oben. Ist das das Hauptbadezimmer hier? Ja, Mann. Ich hab ne Goat! Ich hab ne Goat gefunden! Und Dachbodenkäfigschüssel. Komm runter. Mach ich. Die kommt! Du dummer Hure. Bro, ich dachte, sie ist oben, Digga. Rätsel sagt, komm runter. Und sie ist unten, Dicker. Warum sagt er nicht, dass sie unten ist? Ich kann mich halt selber retzen hier in dem Medikit, ne? Nee, okay, man muss es in der Hand haben. Rätsel, wo bist du? Rätsel, ich lieg hier draußen. Hier on me. Ist sie gerade crazy drauf oder kann ich vorbei? Ich hab ne Ziege. Ist meine Ziege oder eine andere? Deine. Oh, ich will die jetzt nicht fallen lassen, aber ich kann auch nicht zu ihr. An ihr vorbei. Wenn die mich huntet, bin ich am Arsch. Das ist Game for over. Ich block sie. Kann die durch mich durchlaufen? Ja, scheiße. Ich guck hier unter den Rock. Okay, sie geht rein. Warte noch. Sie geht rein, dann kannst du die Gold wegbringen. Ja, geh jetzt. Sie ist auf der Treppe. Huge. Geil, wir haben die Gold gesaved. Das ist das Wichtigste, Chat. Geil. Sehr, sehr wichtig. Junge, die stöhnen richtig ab, deine Halle. Jo. Okay, dann bringen wir jetzt erst noch eine zweite Gold raus. Right, ja. Okay, dann brauchen wir noch ein Heu wieder. Wir haben noch drei,
Benzin hier vorne, wir haben noch 3 Medikits. Ich habe Dachbodenkäfig bekommen. Dann lass da hin, dann können wir alle freischalten, dann können wir alle finden. Wir müssen ja trotzdem. Ich weiß nicht, ist das smart, Bro? Weil ich glaube, durch den Dachbodenkäfig wird die nochmal mehr Aggro auch. Ja, aber wir können auch schneller welche finden. Ja, aber. Ja. Wir können halt echt schweigen, erst einfach alle zu finden, die wir haben. Nee. Ich mach auf, ja? Ich mach auf. Ah, gut. Ich glaube, das. Oh mein Gott. Ich bin noch im Loch, Alter. Du machst schon dein Ding. Okay, die sind auf. Warte mal, können wir die nicht verfolgen? Ich kann ja sehen, wo die hinlaufen. Dicker, die sind einfach in die Loch rein, in die Wand reingelaufen. Die Wichser. Okay, sollen wir zusammenbleiben? Weiß ich nicht. Es ist gerade auch so eine Wave, dass ich einfach hier die Sachen sammle. Okay, dann gucke ich einfach alleine weiter, ja? Ja, also jeder guckt, aber... Together forever. Never. Oh no. Wenn du sie siehst, sag Bescheid, ja? Ja, ja. Hast du Bibliotheksschlüssel? Ja, ist offen. Bitte genauer callen, wo sie ist, Bro. Ich hätte gerade überlebt, hätte zu mir gesagt, dass sie im Erdgeschoss ist. Wie? Ich bin runtergesprungen und dann bin ich in sie reingesprungen. Und du hast mir nicht gesagt, dass sie unten ist. Ich dachte, sie ist hinter mir. Ich hab's erst gesehen, als du kamst. Ich wusste das doch nicht, dass sie da ist. Ach so, okay. Any goats around? Sind hier irgendwelche goats? Hier ist eine Ziege bei mir. Geil, ich komme wo? Hier, rechts um die Ecke, hier vorne. Hab sie genommen. Hier kommt irgendwas aus der Wand. Ja, da wollen wir nicht nichts damit zu tun haben. Lass dippen. Wo ist denn nochmal die scheiß Haustür, Bruder? Ich hier, Bruder, hier. Ja. Die macht die mal zu, die Bitch. Okay, pass auf, vielleicht ist sie draußen. Kevin, zu krass am Tryharden. Ja, muss man, Bro. Das Game ist voll schwer. Das fühlt sich ein bisschen an, als würden wir so Zombie-Mode spielen. Nur, dass es ohne Waffen ist. Okay. Okay, ich kann die jetzt nicht reinpacken, aber ich kann vielleicht gleich die nächste reinpacken. Ja. Junge, da können wir eine Combo-Horror, Alter. Achtung, irgendwo kommt was, hilf mir. So, ich mach die nächste rein. Muss ich neue Benzin holen? Hab die nächste reingemacht, ja, neue Benzin. Der hier schon, ah, chillig. Ich werf Vodafone einfach als nächstes in den Topf hier rein. Vodafone? Ja. Warum? Weil es wieder losgeht mit den. Mit den Legs? Mhm. Ja, okay. Geil, 4 von 10. Huge. 5 war unser Rekord, Bro. Sie ist hier! Scheiße, das ist. Ich stun sie. Und jetzt vorbei. Sie hat rote Augen, Bro, sie hat rote Augen. Hey, ich hab die Kabel. Also, sie hat dich hops genommen, Bro. Ah, sie hat doch rote Augen. Das ist mein favorite Part, Digga. Schwein, wo bist du? Ist sie auch oben? Dachboden, Bruder, die ist hier bei mir, Dachboden. Kannst du hier runterkrabbeln bei mir? Natürlich. Ich bin Kletterer, Metterer. Geil. Die ist da oben halt am Rumspinnen. Die hat Psychosen, Bruder, die bei dir kickt. Okay. Die hat einmal Crack genommen, die ist drauf hängen geblieben, sag ich dir ehrlich. Oder du kannst hier runterspringen auf Tryhard. Okay. Dann lass mal weiter Goats suchen. Ja.
Ist es vielleicht smart, aus irgendeinem Grund nicht alle Türen offen zu lassen? Ey, Rätsmann, hast du TV-Raumschlüssel? Ey, yo, Rätsmann, kannst du mich hören? Falls ja, hast du den TV-Raumschlüssel oder nein? Nein, Sir, ich habe den Schlüssel nicht. Okay, das ist nicht schlimm, weil ich habe auch keine Gicht. Irgendwas gespawnt. Hier sind keine Goats. Rätsmann, siehst du sie gerade? Nein. Ich sehe sie gerade und ich sehe auch eine Goat. Hat sie Aggro? Ja. Warte, 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 warte. Nein! Was denn? Sie ist. Hilfe, ich stecke in so einem Dämon! Bro! Wie bist du an dem verreckt? Weiß nicht. What the fuck? Man darf nicht in die Dämonen reinlaufen. Ja, no shit. Ja, Bro, das wird echt schwer jetzt, Mann. Nein! Kevin, renn! Ja, hä? Wie ist es geblendet zu sein, hä? Boom, stun. So, und jetzt, zack, watch this. Huge movement. Fuck! Ist sie noch hinter mir? Sie läuft wieder zurück. Komm her! Oh fuck. Ich muss laufen, ich muss laufen! Der Bus kommt! Komm nach hier vorne, Rätsmann, komm nach hier vorne! Wo ist sie, wo ist sie? Rätsmann, du krabbelst vor mir weg! Aha, aha! Komm her, komm her! Wo ist sie, wo ist sie? Weiß nicht, die ist nicht hier. Okay. Boom, huge, ah, wieder rein. Bro, das ist tricky jetzt, ne? Okay, erst. Ich hatte gerade nicht genug. Hör zu, hör zu. Da kamen gerade zwei Dämonen und meine UV-Lampe hat nicht gereicht, um beide zu killen. Deswegen bin ich draufgegangen. Wir müssen UV jetzt richtig crazy einsetzen. Also, das ist echt schwierig jetzt. Ja. Sie ist noch hier irgendwo. Wir müssen eine Etage hoch, Bro, und dann links. Sie kommt. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo denn? Hier unten. Lauf. Ich stun sie. Ich auch. Wir stunnen beide. Boom, gestunnt. Lauf. Lass sie um die Ecke laufen. Wir gehen hinten rein. Ja. Ich glaube, wenn wir beide stunnen, ist es besser. Schön. Schneller. So, hinten rein, Dicker, und direkt hoch. Ein Stress hier, Alter, das ist wirklich schlimmer. Real Talk, schlimmer als Tarkov. Okay, boom, links ist ein Goat. Hier habe ich eine gesehen, irgendwo. Hier! Hab! Okay, raus! Warte. Okay, jump und raus. Okay, go. Sie ist hier! Zurück! Backup! Wir gehen hinten! Jesus. Nein, falsch! Da lang, hier lang. Nein, auch falsch. Nein, hier ist richtig. Okay, sollen wir verbrennen direkt oder behalten wir erstmal? Wir behalten die erstmal, oder? Ja, okay. Behalten ist schlauer. Okay, dann die nächste, Dicker. Dann lass den Kanister hier. Ja. Dann nimm vielleicht ein Medikit mit. Ja, vielleicht, ja. Ich mach mal. Sollen wir hier unten nochmal gucken? Hier unten ist einer.
stärker. Ey, nah machst, nein, 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 nah machst du mir Damage, Bro. Ey, die werden auch stärker, glaub mir wirklich. Okay. Du musst mir vertrauen. Da müssen wir jetzt langsam spielen, vielleicht. Ja, lass hoch. Okay, pass auf, pass auf. Digga, was hast du für riesige Latschen, wenn du läufst? Lauf nochmal. Ziege! Dick! Boom und raus! Ich hab den aber. Raus, 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 raus! Wir können zwei verbrennen! Das ist neuer Rekord, neuer Rekord! Wir haben jetzt 6! 6 von 10! Shoot, 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 shoot! Sie ist hier! Kommt die? Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht! Verbrenn schnell eine Ziege, go, go, go! Ja, dann wird's bestimmt besser mit ihrer Agro. Ja, vermutlich. Wird die sich entspannen, glaube ich. Boom, weg mit dem Scheißvieh. Oh, die kommt, die kommt. Ja, die ja, ja, pass auf, stun sie. Lass laufen erstmal, lass laufen. Lass move, lass move, lass move. Move, 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 move. Bist du hinter mir, Rizwan? Ja, ich bin hinter dir, aber die ist auch hinter mir. Wir laufen ins Haus rein. Mach die Tür hinter dir zu. Das ist dumm. Wo bist du? Sie ist draußen, komm her, komm her, komm her. Ja, die kommt, Bro, die kommt. Lass, vorne raus. Vorne raus, ja. Ja, ja. Sollen wir kurz warten, bis sie sich wieder gefangen hat? Oder meinst du, die chillt jetzt nicht mehr? Sie ist hinter uns? Ich bin komplett, Bruder. Ja, ich stun sie, ich stun sie, ich stun sie. Ich stun auch, ich stun auch. Okay, laufen, 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 laufen. Augen sind rot, die rasten aus. Lauf ins Haus wieder rein. No way. Wie ist sie denn hierher gekommen? Boom. Lass mich doch vorbei, du Haufen. Alright, boom. Und? Get trapped oben. Alright, sie ist oben. Du bist noch gekillt, weg mit dir. Zack, boom. Und jetzt Abkürzung. Huge Speedrun. Alright, easy. Jetzt red's mal da hinten. Red's mal, bist du da hinten? Let's go, verbrenn die Ho. Weg mit der. Let's go! 6 von 10, let's go, weiter geht's, rein da. Sie kommt wieder, sie kommt wieder, ist dein UV-Licht voll? Sie ist hier rechts irgendwo? Ich krieg das Heu nicht gegrabt, okay, jetzt go! Lass über vorne gehen, lass über vorne gehen. Das ist nur random Voice Line, das ist nur random Voice Line. Okay. Wir müssen schauen, es kann auch sein, dass sie. Pass auf, hier ist einer. Ja, die werden jetzt immer mehr, diese Krabbler. Und die slowen dich, wenn du reinrennst. Okay. Oh, mir ist nicht gut. Es klingt, als wäre die direkt hier vorne, Bro. Pass mal auf. Ja, ich mach mal auf. Siehst du sie? Nee. Sie war vorne oben. Ich geh mal rein. Okay, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich sehe da hinten Zombie-Krabbler. Kill den mal. Sie ist hier im Mosi-Step. Da ist noch ein Zombie-Krabbler hinten. Ich kill den. Ja. Wo ist die Rätsmann? Hier ist die Goat! Boom, wir haben die siebte. Haben wir eine? Ja, wir haben eine, wir haben eine. Pack die rein, bin trotzdem da. Sie ist hier, glaube ich. Sie ist hinter dir. Ich stun sie. Okay, ich pack's rein, wir verkaufen. Danach gehen wir rein, okay?
Oh, sie ist rot, oh mein Gott, ich bin down, ich krieg einen Jumpscare. Okay, ich leg auf den Medipacks, das ist easy. Ich bin stuck an irgendwas! Du, dieses Game ist so beschissen gecodet, Alter, ich komm gar nicht klar. Da liegt so ein Mini-Kieselstein im Weg und Game sagt so, Bruder, du kannst nicht durchlaufen, wallahi. Bruder, du siehst sie hier, ne? Sie läuft gerade zur... Ja, mir scheißegal, ich mache jetzt, komm! Sie läuft zur Goat. Okay, lass reingehen. Ja, und wir laufen... Kann die Goat befreien, die Huren? Nee, kann die nicht, Digga. Die ist zu dumm, um eine Goat zu befreien. So. Alter, ist das ein stressiger... Ey, Bro, hier draußen können auch Goats sein, ja? Ich habe hier draußen gerade eine Goat gefunden. Lass hier draußen auch nochmal gucken. Ey, es gibt halt auch diese Tote hier vorm Gate, aber ich glaube, die zählt nicht, right? Hier ist eine Rose. Okay, wir müssen wieder rein, Bro. Ich glaube, Benzin haben wir genug inzwischen. Okay, let's go. Okay, die 7 liegt drin, wir suchen die 8. Dämon Krabbler. Warte mal, wir brauchen nur noch 3, dann haben wir es. Wie schwer kann es sein? Ja. Hier ist sie, hier. Weg. Komm nach oben. Sie ist unten, wir müssen es nutzen. Komm nach oben, Bro. Sie ist oben! Unten, fuck! Ich meine unten! Sie ist unten! Siehst du sie gerade durch die Dachgeschoss? I have no visual on the suspect. Okay, guck mal, ob wir hier noch eine Gold finden. Hier ist ein Key! TV-Raum! Wow. TV-Raum! Wollen wir zum TV-Raum gehen? Ich weiß, wo der ist. Okay, ja. Oh, oh. Aua. Hier ist ein Goat! Goat! Okay, let's go! Raus! Goat, pass auf, hier ist einer. Ich mach einen Double-Kill. Ist ein Doubler. Ich lade kurz meine UV-Lampe noch auf. Sie kommt! Sie kommt? Woher? Von unten oder von oben? Wir warten. Okay. Okay, das ist jetzt weird. Okay. Okay, sind sie anscheinend beruhigt? Die kommt unten. Ah, nee, ist ein Dämon-Viecher. Aber ich glaube eher unten, Bro. Lass vielleicht lieber über. Lass über Keller laufen. Ich guck, ob sie hier ist. Ja. Ja, oder? Nee, hier ist ein Dämon. Sie ist über uns. Ein Stock weit. Okay, dann raus. Aber sie kann hier rechts rauslaufen, pass auf. Ich hab Heartbeat. Hinter dir! Blend. Okay, lass reinlaufen. Kommst du rein? Mach Tür zu, okay. Die macht doch selber auf, Bruder, das tut nicht. Okay. Ich lauf hoch. Nein, lass doch raus jetzt. Lass warten, bis sie hier ist und dann droppen wir hier runter. Die kommt, glaube ich. Scheiße, sie läuft dir hinterher. Mach's gut, Bro. Ich muss noch ein bisschen Kaka machen, glaube ich. Bitte sag mir, dass ich jetzt hier noch keine Goat mehr drin habe. Nein, wir sind gefickt. Ich muss jetzt eine Goat freilassen. Oder warte mal, vielleicht kann ich so strapmäßig. Okay, pass auf, ich hab eine Idee. Was ist, wenn ich eine Goat hier absetze? Dann ist die hier. Währenddessen hole ich mir einen Benzinkanister, den wir nicht mehr haben. Oh mein Gott, nein, scheiße. Ja, dann muss ich das Rätsel retten.
Da ist auch einer. Ist das ein Benzinkanister? Let's go. Okay, scheiß kurz auf Rätsmann. Rätsmann, ich scheiß kurz auf dich! Oh, bitte sag, die ist nicht hier, bitte sag, die ist nicht hier. Okay. Nein, ich kann sie nicht mehr nehmen. Sie hat das ganze Heu aufgegessen. Sie hat das ganze Heu aufgegessen, Bro. Willst du mich verarschen? Was war das? Warum war da Blitz? Oh mein Gott, stuck. Was ist das? Siehst du sie irgendwo? Hinter dir, hinter dir! Guck mal hoch, weg mit dir. Bro, wie viel braucht die, bis sie gestunt ist, Alter? Ja, das wird immer schlimmer. Ganz viele von den Wichsern. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Zieh sie nicht, sie ist weg. Ich habe, glaube ich, einen OP-Spot. Okay, Rätsmann, Rätsmann. Okay. Wir bauen Heu, wir bauen Heu. Ich habe eine Ziege unser ganzes Heu fressen lassen. Das ist sehr schlecht. Okay, komm mit nach hinten. Nimm auch mal ein Heu mit. Nimm auch ein Heu mit. Du hast doch noch eine Ziege zu verbrennen, oder? Ja, 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 ja. Pass auf, sie kommt. Weg, 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 weg. Stand. Okay, lauf. Okay, wir laufen über hinten in den Keller oder so? Nee, einfach Wohnzimmer. Durch. Okay. Hier ist nicht der Hinterausgang, wo ist der? Hier rechts. Hier ist eine Ziege. Ja, gut. Hab die Ziege. Shit. Oh, wir haben es fast, Digga. Wir sind so close, Mann. Okay. Wie viel haben wir gerade, Chat? Haben wir 8 oder haben wir 7? Okay. Also mit der jetzt 8 dann quasi. Und dann weiß ich, wo noch eine ist. Dann haben wir 9. Dann fehlt noch eine einzige, dann haben wir es. Okay, sie ist da, sie ist da. Rätsmann, sie ist da, aber unser Medikit ist auch da. Was mache ich jetzt? Ja, haben wir nicht auch noch ein Medikit hinten? Hinten ist kein Medikit mehr. Okay, ich, vielleicht sieht sie nicht, wenn ich hier den crazy OP-Spot choose. Ja. Doch, doch. Kommt sie? Nein, 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 sie ist noch nicht aggro. Ich rette dich. Okay, hinten, lass nach hinten move. Wir müssen eigentlich noch einen Benzinkanister mitnehmen, Bro. Oder Heu, haben eins von beiden. Haben wir hinten, wir haben hinten Benzin. Okay. Bist du sicher? Bro, die du hast geeignet. Oh, das war knapp. Lass nach vorne rennen, nach vorne. Das ist impossible. Nach vorne. Das ist impossible, Bro. Holy shit. Nach vorne raus erstmal. Ja, die ist hinter mir. Renn weiter. Wo bist du? Hinter dir. Die ist nicht mehr hinter uns, Bro. Okay, ich nehm. Holy fucking shit, was geht ab? Bro, die ist so schnell jetzt auf. Okay, wir verbrennen jetzt noch eine Bitch, okay? Wir verbrennen jetzt noch eine Bitch, okay. Wo bist du? Hinter dir. Hilfe, hier ist irgendwas. Lauf, sie ist drin. Die ist drin, die dumme Bitch. Aber die kommt jetzt gleich raus vielleicht. Ja, glaub ich auch. Egal. Wir machen. Hier ist sie. Lauf. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo Dominik ist. Dominik, das ist basically cheaten, aber ich sag dir gerade im Discord, ich laufe in den Keller rein hoch. Verbrenn du die Dings. Oh nein, ich bin stuck. Oh mein Gott, knapp. Oh mein Gott, wie viele.
Nein, ich bin stuck, ich bin down. Oh mein Gott, wie viele, Bro, wie viele. Geile Arschdau. Nein, jetzt war das Auto. Oh no. No. Nein. Nice try, Mann. Ey, ich hab einen Ritualschlüssel bekommen, jetzt kann ich Sachen skillen. Ja, Verbandskästen werden durch die Wand angezeigt. Deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich um 7%. Alle Items werden aus 50% weiterer Entfernung hervorgehoben. Du wiederbelebst Mitspieler 50% schneller, Junge. Holy shit. Alle Items werden... Okay, aber wir können denselben. Wir können selbe Ritual nochmal tryen, wir können aber auch eine andere Karte tryen, if you want. Rob, also ich hab. Es ist halt am Ende wirklich so schwer. Wir müssen uns, glaube ich, aufteilen. Wir müssen uns, glaube ich, aufteilen. I guess, ja. Chat meint, Irrenanstalt ist die beste Map, dann lass die zocken. Ja, okay. Oder? Oder was? Aber was gehen wir? Ja, doch, ja, ich würde einfach, lass eine zocken, die wir eigentlich schaffen können. Das wäre geil. Also wir waren jetzt schon sehr, sehr weit auf bei der Ranch da, aber... Ich glaube, ich skill, deine Geschwindigkeit erhöht sich um 100%, wenn du am Boden bist, Junge. Das ist doch ultra OP, oder? Ich glaube nicht. Ach, wieder oder 7% erhöht. Geschwindigkeit die ganze Zeit on top. Ja, ich glaube, das ist besser. Ja, das geht ich auch. Oder bei Ritualgegenstände. Da musst du ja nur irgendwas in der Hand haben, dann bist du die ganze Zeit schneller. Wo ist das? Versorgung. Ja. Ich glaube, Ritualgegenstand ist nur die Ziege, Bro. Achso, Kann man sich mit Geld noch mehr von denen kaufen? Nee, ne? Schade. Also ich würde auch Läufer holen oder dass man die Items schneller sieht. Das ist natürlich auch hilfreich irgendwie, ne? Alright. Ich muss jetzt eine andere spielen. Meine Geile ist gesperrt hier. Dann gehe ich mit April. Wirklich? Ja. Krass. Ja, ich nehme auch das mit der Geschwindigkeit. Das ist smarter. Nur mal so am Rande, Kevin, du siehst verdammt hot aus so in dem Bildschirmlicht. Danke, Mann. Ich habe gerade gepopelt. Ist die Beschreibung echt noch nicht updated? Chat, denkt ihr, wir sollen nochmal die erste mitmachen? Oder diese hier? Bro, weißt du, was geil wäre? Was denn? Ruru ist noch live, wenn wir überreden mit uns, das zu spielen. Oh mein Gott, das wäre huge, dass wir mit Wieland zusammenzocken? Ja, weil ich glaube, diese zu dritt können wir die Ranch schaffen. Ja, smart. Ja, Mann, willst du ihn anrufen kurz? Lass ihn mal überreden, ja. Dann warte ich kurz. Machen wir. Komm schon, Wieland. Hallo? Ey, Wieland, hör zu. Ich weiß, du bist krank im EFT-Schwitz, Kevin, und ich ja auch. Aber wir haben hier gerade ein Game gefunden, das macht über Bock, Bro, aber wir brauchen deine Hilfe. Muss man zu dritt machen, oder was? Ja, Mann, oder das ist so Art Horror, aber geil. Man hat so ein bisschen so, man muss da so eine Aufgabe erfüllen, man muss so Ziegen sammeln, in die in so einen Topf verbrennen und shit. Und da rennt so ein Geist rum und versucht dich zu schnappen, Bro, das macht über Bock. Ich glaube, das wäre über geil zu dritt. Kostet irgendwie 1,20 € auf Steam gerade, das heißt Devour. Hol dir das schnell, Bro, wäre übergeil, wenn du mitmachst. Kann ich jetzt noch alte 4 hier? Chat, kann ich noch alte 4? Ja. Und was passiert, wenn ich alte 4? Mach einfach wieder, du stirbst eh. Ja, Kevin sagt, du stirbst eh, du sollst machen. Was passiert, wenn ich bei Loading loot? Jetzt ist zu spät. Ich hab gerade bei Mittel gerade die Zeit runter. Weißt du, was ich meine? Kann ich danach noch mitmachen oder spiele danach nicht mehr?
Danach spielen wir nicht mehr. Sag ihm, danach spielen wir nicht mehr. Ich hab schon den Bock, aber wenn ich jetzt halt rausgehe, verliere ich mein ganzes Loot. Ja. Ah, bist du als PMC rein? Ja, ich bin als PMC gerade rein. Ja, dann mach halt eine ganz, ganz schnelle Runde, Wieland, weil... Also okay, ich renne direkt zum Ausgang. Okay, das wäre natürlich, das wäre ein Kompromiss. Zum Ausgang. Das wäre geil. Okay, okay. Und dann ruf einfach auf Discord an, einen von uns beiden. Mach ich gleich. Hey, bis gleich, Bruder, geil, ciao. Okay, geil. Da müssen wir nur kurz. Da kann ich eigentlich in der Zwischenzeit kurz pissen gehen, das ist doch perfekt. Nein, Bro, nein, lass einer Irrenanstalt machen, oder? Ja, gut, geh erst mal pissen. Hä? Geh erst mal pissen. Also, Bruder, das dauert doch voll lang jetzt. Ja, aber Wieland braucht doch viel länger, als wir für eine Runde brauchen. Aber Wieland rennt direkt zum Ausgang, Bruder, der braucht vielleicht 2 Minuten. 10er. Digga, du brauchst doch von einer. Wir wollen du brauchst doch bei einer Map von A nach B nicht 2 Minuten, Bro. Ja, aber wir brauchen. Ja, ich geh jetzt erstmal pissen, aber guck mal weiter. Ja, machen wir. Ich glaube, du musst noch diesen Rocker-Skin kaufen. Ich kann mir irgendwie sowas hier kaufen oder so. Oder sie hier. Die Arbeit ruft. Was gibt's noch für Skins? It ends here. Go there. Boah, Slasher, Junge. Slasher Skateboards. Holy shit. Time to end this. Boah. Digga, Sam, Junge. Holy shit, er hat ja die Überoutfits. It ends here. Okay, was hier passiert? Okay, das sind shitty ass Outfits. Let's get out of here. Alter, Supporter Edition. Das ist der, den Dominik hat. Dann gibt's noch den und dann gibt's noch den. Digga, uff, Alter. Wie teuer ist denn der? Da muss man die Supporter Edition kaufen. Fuck, man, hätte ich das gewusst. Alright. Soll ich die geile kaufen? Wie teuer ist denn das? 1,40 €. Ja, gehen wir rein. So. Also, geh mal rein jetzt hier schnell, oder was? Der ist muted, der. Nein, der bin ich nicht. Ich hab mir einen neuen Skin geholt. Geil. Nee, wir sind das geilste Team ever. Alright, neue Map. Wir zocken jetzt einmal die Map ohne, also ohne Wieland und danach mit Wieland zocken wir die erste Map, okay? Das ist die Strat. Das ist die Strat. Mach mal ready. Bin ich warten auf Spielbeginn durch den Horst steht hier. Nee, musst du noch machen. Jetzt. Alright, Chat, neue Map. Mal gucken, was wir machen müssen. California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away... Ey, Wieland ist anscheinend ready, mein Chat. Er ist gestorben. Yep, yep. Ja, dann lass direkt auf raus hier aus ja, dem Aal. Ja, mach. Okay, hab neue Runde auf. Lade ich gleich einen in den Korn. Ne, wir brauchen keinen Korn. Okay. Das würde so viel mehr Sinn machen, die neue mit Rumatra zu zocken. Ja, true. Kleiner Tipp. Mehr Kerrin und weniger von Ries Kerrin lassen. Kuss auf die Nuss, mein Bester. Ich hab das Gefühl, ich bin schon gerade ziemlich am Kerrin, um ehrlich zu sein. Spiel trotzdem Irrenanstalt. Die Map ist 100-mal besser als Farmhouse. Okay. Die hat so O-Beine, die hat auch in der Brauerei die Bierfässer zu. Die Bierfässer geritten, Digga. Junge. Und falls du jetzt gitschkit hast, ob da was ist, you got divided. Auf der linken Schulter ein Fussel. Achso, ja, okay, perfekt. Die Duration kam schon bis zu Ende, ich bin trotzdem hingeguckt, perfekt. Danke dir, hilfst mir gerade echt durch den Shit, aber ich hätte natürlich... Hab dich eingeladen, Ritzmann. Geil. Ich hab meinen Scheiß gestashed und jetzt lade ich gerade das Game runter. Geil.
Axt Trüan, danke für die Subbros. Also ich kann jetzt schon ein bisschen rumse, Luis. Ey, Rätsmann, lass uns gegenseitig muten in Game. Du kannst auf meinen Namen klicken und dann muten. Ja. Hast du gemacht? Was? Hast du mich gemutet? Ich hab dich gemutet, ja. Okay. Zu dritt die neue Map wäre cooler, weil sich keine auskennt. Machen wir. Und danke mir, du hilfst mir echt durch den Shit-Abend und Chat natürlich auch. Auch geil. Danke, Bro. Also nicht, dass du einen scheiß Abend hast, sondern dass dir irgendwie hilft. Danke, Bruder. Alright, let's go. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt hinbekommen, Chat. Wäre huge auf jeden Fall. Wie so ein Feuertopf in der Mitte, da müssen wir 10 Ziegen reinschmeißen. Wir machen die neue Map. Lass die neue Map machen. Da geht, noch niemand was, hat Chat vorgeschlagen. Okay, auch natürlich ein krasser Call. Dann vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Okay. Bro, Rätsmann, es gibt auch Skins für die Taschenlampe. Wirklich? Ja. Und es gibt Tiere, die dir hinterherlaufen können. Wieso klingt das so crazy? Das ist ganz crazy, Bro, sag ich dir ehrlich. Ich habe heute richtig viel Progress gemacht in Tarkov. Geil, ich auch. Ich kaufe mir jetzt einen Skin für die Taschenlampe. Ich überlege, ob ich mir ein Pad kaufe. Rätsmann, du kannst dir ein Schwein als Pad holen, musst du eigentlich machen. Ja. Wir cashen so rein in diesem Game. Das macht gar keinen Sinn, wir haben 2 Runden gespielt, Digga. Und Dominik und ich stehen hier in Hawaii-Outfit und so einem Model-Outfit, Digga. Digga, wir haben no joke eine Map gespielt. Wir hatten noch nicht mal eine Map gespielt und Dominik hat schon reingecashed. Okay, Bruder, ich habe jetzt beides mir geholt. Oh mein Gott. Ich habe jetzt ein Schwein. Und ich habe jetzt eine grüne Taschenlampe. Digga, Rätsmann, Junge. Wie teuer war das? Schau ihn an! Wie teuer war das? Insgesamt 2,80 Euro. Ja, okay, ich kaufe auch. warte, was soll ich nehmen? Ich nehme die Ratte. Kevin, die Ratte, ja, das passt. Kevin, the red from Germany, Teller. Und dann kaufe ich mir noch die rote Lampe. Alright. Bro. Whole gang ready for takeoff, man. Yeah, we just waiting for the Wieland Mopoga. The Wieland Man. Ich glaube, Vodafone hat sich actually auch wieder mal beruhigt. Vielleicht kann ich die Bit gerade wieder hören, Mann. Ich glaube, weil halt auch jetzt nur noch 2 Leute im Internet sind, to be honest. Ja. Ich gehe mal direkt von 3.000 auf 8.000 und ich gucken, was passiert. Wieland, ich will jetzt dich nicht abschrecken, aber du wirst aussehen wie ein unfassbarer Versager neben uns. Das außer, ist ich, außer ich pay halt auch noch rein. Du musst reinpennen, sag ich dir ehrlich, Bro. Das sind nur 1-2 Euro. Einstellungen? Nee, muss ich alles nicht machen, oder? Nö, nur wenn du willst, ein bisschen Sound leiser. Hab ich gemacht. War mir ein bisschen zu dank. Anybody got time for this? Du kannst natürlich auch ein Pet holen. Also ich habe ein Schwein geholt, Kevin hat eine Ratte. Wie denn? Du gehst auf dein, wenn du die Person ausgewählt hast. Erstmal, join erstmal. Komm erstmal rein, Bruder. Scheiß aufs Skin. Lass einfach zocken jetzt erstmal. Okay, mehr Spieler. Digga, Rizan will Wieland erstmal reinbaiten in so 10 Euro DLC-Pack, Alter. Der Mann hat noch nicht mal eine Runde gespielt. Könnt Passwort im Chat? Keine Ahnung, ich habe einfach auf meine Tastatur gesmashed. Ich habe dich eingeladen. Bro, Kevin, ist bei dir in der Lobby deine Taschenlampe auch so am Qualmen mäßig? Ja, Mann, true, lol. Ja, weil das ist. Boah, wieder, Digga, was geht? Okay, wir reden jetzt ingame. Okay, wir müssen uns ja muten, Rätsmann. Hello guys, how you guys doing?
Entstummen heißt natürlich auf Deutsch. Sehr gut. Entstummen. Ja, also wieder, ich muss echt sagen, du siehst aus wie der übelste Versager neben uns. Weil wir haben uns schon geile Outfits gegönnt, Dog. Aber kannst du es überhaupt hören? Wieland, can you hear us? Wieland? Oh no, he dead. Ja, er schreibt ja. Ja, aber kann ich reden? Mann, Junge, Alter, hast du immer noch nicht dein Mikrofon auf Dings eingestellt? Ja, dann chat einfach, hallo. Das ist perfekt. Hi. Okay, was geht? Geil. Okay. Ja, was geht denn, Jungs? Ja, Bro, hol dir kurz einen Skin, schnell. Geht schnell. Wie frage jetzt das Ding? Wo mache ich das jetzt? Outfit? Den oder? Kannst du nicht nehmen, den hat Dominik schon. Genau. Der Dominik ja, schon, der ist verboten. Charakter nehmen, einen Charakter aussuchen und dann auf Outfit. Mhm. Den kannst du nehmen. Ja, nimm den Anzug, Bro. Nimm den Anzug mit dem, der ist überkrass. Oh, der ist echt überkrass, das kostet ja Spaß. Oh mein Gott, der sieht echt geil aus, ja. Ich muss mich jetzt anmelden, gib mir eine Sekunde. Digga, whole gang pulling up in the nice suits, man. Pulling up in this bitch right here. Reese ist chillen an einem warmen Sommertag in Frankfurt. Haben wir auch schon. Geil. Ich habe mein Passwort vergessen. Ja, egal, dann bleib so. Ach, sind wir jetzt drin oder was? Ja, okay, dann machen wir. Ihr müsst auch ready machen. Okay. Also, wir haben die Map auch noch nicht gezockt, Wieland, aber das Prinzip ist meistens, dass man irgendwas irgendwo hinbringen muss zum Opfern oder so. Okay, warte, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Okay. Kann man sie irgendwie muten? Check. Ne. Okay, warte jetzt, bereit einfach. Jay, heute ist Barney Party. Werde ich sagen für den Sub, Bro. Alright, neue Map, ladies and gentlemen. Let's go. California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Alright, Molly ist anscheinend irgendwie auf Crack oder so. Das ist die ich gerade gespielt habe. Ja, also mäßig, wir sind in der Irrenanstalt und spüren jemanden auf. Ich hab übel Schiss, Alter, jetzt schon. Ey, warte mal, wir sind in der Fahrstuhl, Leute, was geht? Yo. Alter. Ey, wie mach ich Licht an? F. F. Und mit E sammelst du Sachen auf und mit Schiff sprittest du, mit Letters du springst du. Spring mal. Wie findest du die Animation vom Ding? Ihr habt einfach eine Ratte und ein Schwein. Kommt es mit? Ja. Geil. Das ist so dumm. Okay, ich keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Hier ist ein Zettel, Männer. Die Aufnahme unserer neuesten Patientin heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren. Ich kooperiere nicht. Lies weiter. Und musste sediert werden, nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einen Rollstuhl geschnallt zu werden. Bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Als ich sie heute Abend während meiner Runde besuchte... Warum lacht ihr? Sag mal. Lies weiter. Red weiter einfach. Als ich sie heute Abend während meiner Runden besuchte, bemerkte ich, dass sie versuchte, eine Ratte mit etwas Essen aus der Kantine in ihr Zimmer zu locken. Bruder, die hat versucht, dein Pet zu locken, Junge. Was ist das denn? Warum habt ihr gelacht, doch, Digga, hä? Egal. Weiß ich auch nicht. Hier ist eine Ratte. Hier ist ein Medkit. Hilft das? Ey, Romatra, diese Medkit brauchen wir, wenn einer von uns auf dem Boden ist, wenn er geschnappt wurde von dem Geist. Da muss ein Medkit ihn neue Nachricht. Ja. Ihn reviven. Soll ich die Nachricht vorlesen? Ja, lies nochmal. Ja, lies mal du, Kevin. Okay. Ihr Wichser. Wir haben endlich mit Mollys Elektroschocktherapie begonnen. Unglaublich, sie kann über 130 Volt aushalten. Ein kleines Tier wäre davon schon längst gestorben. Gott sei Dank versteht unser Stifter das neue
psychiatrische Behandlungen unseren gewalttätigsten Patienten nicht helfen und der es uns ermöglicht, unsere Arbeit hier ungestört auszuführen. Wenn man uns entdecken würde, würden wir gestoppt werden. So. Also die machen die geheime Sache mit den Menschen, das ist uncool, Bro. Das verurteile ich. Bila, du kannst nur eine Sache in die Hand nehmen, ja? Und dieser Schwarm ohne Führer, sagen Sie, also dieser Schwarm wohnt in einer Ananas? Digga, jemand meint, dass es sauwillig aussieht wie Amar. Wait, ich habe hier noch einen Glühstab bekommen, Männer. Geil. Hey, wie nur eine Sache in die Hand nehmen? Wie wechsle ich denn Sachen? Du kannst nur eine Sache nehmen. Mit G kannst du sie ablesen. Ablegen. Ach so, ich hab's gerade in der Hand, oder was? Krankenhausschlüssel brauchen wir. Okay, hier können wir noch nicht weiter, Männer. Okay. Ich kooperiere nicht. Hier steht auch was. Ah, egal, juckt nicht. Warum habt ihr über kooperieren gelacht? Ja, tatsächlich am Anfang. Aber dann hast du angefangen, dich zu sehr zu konzentrieren beim Lesen. Dann war das auch das witzig. Hier ist Strom am Boden. Hey, was ist an kooperieren lustig? Ey, schau mal auf den Boden. Diese Trinkflasche hier ist völlig falsch gescaled. Guck mal, wie klein die ist. Was ist das denn? Dicker, hä? Das ist eine Mini-Flasche, Bruder. Bro, die ist so klein, WTF. Ey, einmal vorlesen, gell? Lies mal vor, bitte. Einmal vorlesen. Oh, Mann, ihr Wichser. Miss Jackson hat sich sowohl körperlich als auch geistig weiter verschlechtert. Episoden extremer Psychose. Massiver Gewichtsverlust. Gestern entdeckten die Wärterin eine Ratte in ihrem Nachthemd. Der Ratte fehlte der Schwanz. Dramatische Pause. In den letzten 4 Monaten konnte sie nicht dich dazu bringen, mir verbal zu antworten. Das Einzige, was sie von sich gibt, ist ein Lachen. Oh je. Oh Gott, der geht's gar nicht gut, der Frau. Ich finde das so geil, Kevin. Ich will, dass du mal Sachen vorliest für uns. Oh, hier ist noch was zu vorlesen, Kevin. Oh mein Gott, ihr Wichser. Ja, dann mach ich's halt. Bei meinen Besuchen ist Miss Jackson immer mehr von der Realität losgelöst. Sie reagiert selten auf äußere Reize und bemerkt meine Anwesenheit kaum. Ihre Zeit verbringt sie damit, Texte in einer nicht wiedererkennbaren Sprache an die Wände ihres Zimmers zu kritzeln. Das Wort Azazel kommt jedoch häufig vor. Ihr Wichser, Digga. Ich musste ihren Zugang zum Gemeinschaftsbereich einschränken, da sie die anderen Patienten bedrohte, indem sie rief, dass sie sie töten und sie zu Azazels Haustieren machen würde. Azazel. Wieder, Digga. Okay, ja, was gibt's denn hier? Hä? Leute, ach du Scheiße, hier hat sich einer nicht so gut verkraftet hier hinten. Ich glaube, der ist ein Staatsverzehl. Achso, Wiener, mit Rechtsklick machst du so UV-Licht und das die Gegner. Alter, dein macht jetzt eine andere Farbe, Rätsmann. Wir haben jetzt alle unterschiedliche Farben. Auch. Wegen Skin. Ja. Du hast wie ein Musikvideo hier. Das hat auch einen Cooldown. Du musst oben rechts schauen, das hat einen Cooldown. Gott, okay. Das scheiße, ich werd gleich trotzdem richtig Angst haben einfach. Ja, es gibt auch Jumpscares, ne? Da habe ich doch keinen Bock drauf eigentlich. Wir müssen. Schlüssel halt, faktisch. Ich habe das Knicklicht halt irgendwie. Können wir damit irgendwas machen? Ja, weiß nicht, irgendwo rein. Stecken. Was ist hier? Waren wir hier schon? Ah ja, hier ging es nicht weiter. Mit der blauen Lampe sieht es aus wie einer von Star Wars. Wie einer von Star Wars. So ein Jedi-Ficker. Okay. Wo ist mein Schwein? Ah ja. Müssen wir hoch, oder was? Ja, dann lass doch einfach direkt wieder. Lass doch nach Hause fahren, oder? Komm, fahr mal wieder runter mit dem Fahrstuhl. Also wir haben bis jetzt ein Knicklicht. Mehr haben wir noch nicht. Okay, und alle Türen sind zu. Wir können hier nichts mehr aufnehmen. Wie, dann hast du Schlüssel eingesammelt? Ich wüsste nicht, wo ich... Drück mal auf K, hatte. Drück mal auf K, dann siehst du dein Inventar. Keine Schlüssel gefunden. Das ist schade. Hier muss irgendwo noch was sein. Schaut mal oben in die Lampen, ob irgendwo eine Glühbirne fehlt. Warum? Weil ich hab nur ein Knicklicht. Oder so eine Sicherung oder so. Lass doch mal da hoch gehen. Da oben war noch ein Stromkasten, Bro. Wo? Kannst du den... Von oben zur Tür und links. Hier.
Kane geht nicht, ne? Bro, das ist kein Knicklicht, sondern eine Sicherung. Ja, ja, aber wo können wir die reinmachen? Es würde halt für mich irgendwie Sinn machen, hier im Fahrstuhl, aber hier ist nichts. Bro, da sind wir gespawnt. Im Fahrstuhl. I know, I know. Wir sind vorhin aber auch bei diesem Ding gespawnt. Hier sind halt überall diese... Ah, hier, 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 oder? Es wäre Licht. Können wir hier das Zaza reinmachen? Für das was? Okay, Jetline brauchen wir noch nicht, wir brauchen nur den Schlüssel. Der muss der Schlüssel hier irgendwo sein. Digga, sind wir dumm? Hast du den Rätsmann? Nein, ich hab keinen Schlüssel. Hier, hier! Wo? Hier ist eine Schlüssel mit Knochen, die kann ich anvisieren. Aber er kommt da nicht hin. Hä, haben wir irgendwo den Schlüssel übersehen? Ich check's grad nicht. Oh mein Gott. Vielleicht hier unten drunter oder so? Nein, 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 komm mal her, komm mal her. Was denn? Ja? Einer von euch geht jetzt in diesen Raum rein und blutet. Hä, das ist doch offen hier, Bro, da müssen wir doch rein. Ja, geh doch mal rein jetzt. Hier ist der Schlüssel. That's nice. Du hast jetzt keine Angst. Wieso war der Raum auf einmal offen? Der war doch die ganze Zeit nicht offen. Okay, chillig. Hier ist irgendwie komische Musik. Was jetzt los? Was war das für ein Schlüssel? Ey, Krankenhaus heißt der, das ist bestimmt oben, das right? Ist der oben, ja. Ja, let's go up, upstairs. Ah! Kevin ist tot. Was? Ich glaube, Kevin hat's erwischt. Nein, nein. Hä? Kevin, was war? Achso, ich wollte dich einfach nur erschrecken, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und dann war es einfach nur unangenehm. Entschuldigung. Ich würde jetzt einfach sagen können, dass du einen Jumpscare hattest. Okay, oh! Ja. Wow, Walla, Wielands Villa. Okay, wir können jetzt hier für neue Wir können jetzt für neue Schlüssel scouten hier. Ey, denk dran, die Frau läuft schon rum, nicht sterben, ja? Kevin, lesen, du hast was zu lesen hier, komm. Warte mal, hier, es gibt Schüsseln, Knicklichter und Medikits, Rätsmann. Ja. Okay, aber erstmal musst du dann jetzt erstmal lesen. Diese Schüsseln sind irgendwas zum Opfern, oder? Oder nicht, um die Ratten anzulocken, müssen die Ratten wahrscheinlich opfern, right? Vermutlich. Ja, hier ist was zu lesen, Bro. Hier Kevin, komm, bitte, bring dich zu deiner Mission. Hier. Oh mein Gott, ihr Wichser. Mollys Elektroschocktherapie verläuft sehr gut. Sie wird gefügig und reaktionsschneller. Sie hat Augenkontakt mit mir aufgenommen und heute meinen Namen verwendet. Sie verbringt jetzt die meiste Zeit allein in ihrem Zimmer mit geschlossener Tür und flüstert vor sich hin. Ist aber trotzdem ziemlich ruhig. So, zufrieden? Ey, das sieht aus wie Landschaftsbilder. Ey, hier ist eine Mülltonne. Ich hab die Dinger umgeworfen. Okay. Schlecht? Gut? Gut. Die Ratten sind jetzt unterwegs. Wir müssen die Ratten jetzt catchen wieder und dann umbringen. Hier, vorlesen erstmal. Vorlesen. Mann, Junge, ich will jetzt nicht alles vorlesen, Alter. Doch, das ist auch wichtig fürs Game. Leider hat der Aufseher heute unter Mollys Bett eine Reihe toter Ratten entdeckt. Alle waren auf unterschiedliche Weise verstümmelt worden. Ich mache mir Sorgen um einen möglichen Rückfall. Notiz: Der Aufseher muss gebeten werden, weitere Sicherungen für die Elektroschockmaschine zu bestellen. Wir benötigen ziemlich viele zurzeit. Ihr Wichser, Alter. Das ist so geil, wie wir alle so im Kevin rumstehen und er liest so vor. Ey, wir müssen zum Elektroschocker, der ist hier anscheinend. Hey Leute, hier geht's runter. Hier ist der Elektroschocker, glaube ich. Elektrokocker. Hier ist was zum Lesen. Au, hier. Rätsmann, hier. Oh ja. Holy shit, wieder in deine Mom. Good one, Alter, good one. Lebt die noch? Hat die da noch gestöhnt oder was? Ja, die lebt noch, Lil Bro. Kevin, lass die Arme in Ruhe. Digga, Dominik hat erstmal verwirrt auf den Grill. Kann es sein, dass wir hier die Sicherung reinmachen müssen? Nee, oder? Ja, doch, müssen wir. Hier. Ja, nee, das kann man nur umlegen, aber. Ja, wahrscheinlich irgendwo hinten oder so. Ah, hier müssen die rein, guck mal! Ja, und jetzt müssen wir eine Ratte reinpacken. Und dann können wir die ficken. Leg mal um, Binock. What the actual theft? What Leut- the theft, bro?
Leute, warum genau haben wir es nochmal angemacht? Wir haben doch noch gar keine Ratte hier, Vollidioten. Wer sagt, dass wir eine Ratte brauchen? Ich fand's aber auch ziemlich geil, dich umzubringen, sage ich ganz ehrlich. Digga, wir haben die nur limited, wir müssen die sparen. Ich find's gut, dass der jetzt hell ist hier drin, ehrlich gesagt. Ey, die Alte ist disappeared, ne? Ja, den will ich, die haunted uns jetzt. Digga, von der Alten liegt noch so ein Pimmel hier und zwei Nieren oder so. Da hat die uns übrig gelassen. Auf korrekt. Okay, pass auf, wieder. Wir machen das wieder so, Ritzmann, dass wir alle Sicherungen hier in den Keller bringen. Weil nur hier brauchen wir die. Ja, also alle Sicherungen, die wir finden, hier einfach hier vorne hinlegen. Genau, und mit den Schüsseln müssen wir die Ratten baiten. Und dann ist hier irgendwie wieder diese Frau. Und von der darfst du dich nicht catchen lassen, sonst hast du einen Jumpscare. Und stirbst. Nee, echt. Aber du lässt dich einfach nicht catchen wieder. So, hier ist noch ein Medikit und ein Text. Okay, einmal Text lesen, bitte. Nein, Mann. Herr, wie catcht ihr jetzt die Ratten? Okay, ich geh schon mal ohne die Jungs los. Ich frage mich, ob jetzt hier irgendwas anders ist und... Wie? Oh ja, und... Bro! Junge, Lil Bro mit dem Rollstuhl, Digga! Junge, holy shit, Alter. Aber wer ist er? Du siehst Rechtsklick machen, Bruder. Okay, Schlüssel sammeln und nicht von der Alten catchen lassen. Okay, hier ist eine Sicherung. Ey, Männer, hier ist eine Sicherung. Wo seid ihr? Okay, ich leg die aber mal mitten hier in den Raum rein, oder? Das ist smart. Oh, bei mir ist sie. Okay. Ich hab sie gesehen, sie ist oben. Okay. Junge, Alter, Lil Rollstuhl, Bro. Oh, geil. Jungs, könnt ihr mich hören? Mach mal hier, ich will Jungs, ich hab einen Schlüssel gefunden. Für Zelle. Ey, Digga, wie sieht man die Ratten? Die müsste man doch eigentlich sehen, oder? Oh. Hier hat's gerade Mieps gemacht. Also im anderen Level war es so, dass man immer einen Raum aufmachen musste, um eine Ratte oder eine Ziege zu bekommen. Also, dass die immer nur in einem Raum sind, weißt du? Ich muss mal einmal kurz sich umbringen. Ach so, Rätselmann, das ist dein Schwein, was hier rumpiept. Ja. Ey, ich hab für Zelle unten gefunden. Wollen wir kurz runtergehen? Ja, Wieland macht sein Ding schon alleine. Ah! Jesus, Junge, Lord, get off Bruder. Me, little bro, Alter. Okay, wir müssen zur Zelle, Dicker. Ist hier irgendwo eine Zelle zugewiesen? Hier nicht. Warte kurz. Ja doch, da hinten. Gerade, du geradeaus durchläufst. If you see me coming, hier. Let me finish. Na, die war schon offen. Hier ist noch eine. Nein, die habe ich gerade aufgemacht. Oder? Nein, hier, Bruder. Ach so. Believe me. Hier ist sie. Hab hingelegt. Sie kommt ran. Boom, get wrecked. Nimm Sicherung direkt mit. Nimm Sicherung hinter dir direkt mit, Bro. Warte mal. Hier auf dem Boden liegt noch was anderes. Ah, das ist wie Rosen, okay, na Moment. Sicherung, ja. Ah, so Kamm, ja, so bunter Kamm muss man hier einsammeln. So. Okay, ist aber nur Sammlerstück, brauchen wir nicht. Okay, dann müssen wir jetzt in den Keller, Bro. Wie kommen wir da nochmal hin? Ja. Hier hoch. Oh, Gott sei Dank habe ich euch gefunden, Alter. Ey, wie dann? Wir grillen jetzt die. Nee, ist falsch hier, oder? Nein, hier durch und dann in den Keller. Ich hab eine Ratte. Hast du auch eine? Hier rein. Nee, hab ich leider nicht. Achso, ja, ich hab eine Ratte, die grillen wir jetzt. Sicherung hier unten hin. Okay, hab sie hingestellt und jetzt zünd an den Aal. Alright, Feuer frei. Bro, what the fuck?
Digga, die fällt so in vier Teile, Junge. Okay, das müssen wir jetzt 10 Mal machen, also 9 Mal noch. Wir haben 1, 2, 3 Sicherungen noch, 4 Sicherungen noch. Das heißt, wir brauchen noch 5 Sicherungen, Jungs. Ja, Mann. Okay. Habt ihr noch Schlüssel Geil. Gefunden? Ja, ich hab 2 nee. Schlüssel. Okay. Stark. Wie heißen die? Dann geh... und Kantine, komm mal mit. Komm einer Boah, Kantine mit. War da unten. Warte, ja, wie ja. dann? Geh mit einer Schüssel in die Räume rein, okay? Das ist sehr wichtig, weil die können auch weglaufen. Und in den Räumen, die abgeschossen sind, ist eigentlich immer eine drin. Also lass uns vielleicht erst eine Schüssel finden. Hier ist sie. Hier ist sie, Blend. Ich stun sie. Rechtsklick. Ist gestunt. Hier ist ein Medikit. Ich hab ne Schüssel. Die kommt, Bro. Okay, lauf. Lauf weiter, Rätsel kümmert sich um die. Wo ist der Raum? Mir hinterher. Kannst du die Dings mitnehmen hier? Die Sicherung, Bro? Ja, warte. Immer wichtig, sehr wichtig. Komm mit, ich weiß, wo der Raum ist. Okay, huge. Digga, wo sind wir? In den Backrooms? Okay, huge. Siehst du hier irgendwo ne... Hier ist ein Lil Bro. Okay, siehst du hier irgendwo... Hier ist eine Ratte! Schnappst du dir. Hier sind zwei, Bro! Drop auch ein! Hallo? Die Jungs sind da drin. Bro, die Map ist riesig. Ey, die essen das nicht, die Hunde. Nee, doch. Ihr müsst hier nur ein bisschen... Hab eine. Wo ist die andere? Oh mein Gott, das ist meine eigene, das ist mein Haustier, Bro. Oh mein fucking Gott, Pet, machen wir weg, Digga, nächstes Mal. Okay, komm mit, ich hab eine. Ja, geil. Wo ist denn der Keller? Hier hinten. Okay, dann verbrennen wir jetzt die zweite, Alter. Oder sollen wir es wieder so stacken wie vorhin? Wir haben es so gemacht, die wird immer mehr aggressiv, je mehr wir haben. Vorhin haben wir es immer so gemacht, wir haben eine auf den Stuhl gesetzt, noch eine geholt und sind dann runter und haben 2 auf einmal verbrannt. Ja. Lass es so machen. Sinn, oder? Ja. Also sitzt die nur auf dem Stuhl, dann gehen wir direkt wieder hoch. Nein, Wieland, du musst nicht G drücken, Bro! Okay, hab sie. Du musst E drücken, Bro. Oh mein Gott, Alter. Oh, Jesus, Alter, ich dachte, was ist jetzt? So, okay. Guck, wie dumm die da wartet. So, oh, wir lassen jetzt hier und dann... Nee, die bleibt... Ich glaube, die bleibt da. Sasa. Wenn die wüsste, was mit dem hat sie noch einmal kurz an UV-leuchtet, nur zur Sicherheit. Ich habe noch westliche Gewohnheit. Danke, Bro. Ich kann die Dono gerade nicht auschecken. Danke, Bro. Boah. Danke, Bro, für die Dono. Hier kommt irgendwo ein Rollstuhl-Bro aus der Wand. Ja, ich höre immer rumbitchen. Okay, wieder, was hast du noch für einen Schlüssel? Westliches Wohnhaus. Ich weiß aber nicht, wo Norden, Süden oder Osten ist. Westliches Wohnhaus, okay. Hier vielleicht bei mir? Nee. Waren wir hier schon? Ja, Kantine ist das. Hier waren wir gerade. Ey, hier sind super viele Sicherungen. Wollt ihr die kurz saven? Ja, ich bin jetzt eine runter. Dabei. Okay. Lass mal einen Sicherungsrun kurz machen. Dann suche ich weiter und ihr... Ich suche nach einer Maus, ja? Ist doch vielleicht ein bisschen risky alleine, aber why not? Save du auch eine? Okay, hier ist der Verbrennungskeller. Voll schwer, diese Ratten zu finden, Bro. West Wing habe ich. Pass auf, sie ist hier. Nicht reinlaufen. Geht weg. Sasa. Sollen wir nach oben? Okay, beginnen. Ja. Okay, hoch. Digga, die sieht auch ein bisschen aus wie so meine Französischlehrerin, Bro, bin ich ehrlich.
Ich hab eine Schüssel, ich könnte eine fangen. Ich habe auch eine. Was ist denn hier? Erstmal hier rein, weiß ich nicht. Sicherung. Perzeptionmäßige Faxen. Hier sind super viele Sicherungen, Männer. Ja, wir haben, schon. Wir haben schon fast viele. Alter. Ich nehme meine mit, Alter. Von hier kommen wir, ne? Ja. War da hier, ging's da hinten noch weiter? Nee. Giselle. Nee, Mann, hier ist Orba irgendwo. Okay, watch this chat. Huge exploit der Map. Ey Jungs, habt ihr hier unten schon geguckt? Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, die Map ist schwerer als die andere, oder? Nein? Okay. So, hier waren wir schon, ne? Versucht mal drei aufeinander zu verbrennen. Ja, true, könnten wir eigentlich jetzt auch machen, ne? Wir können drei auf einmal verbrennen, to be honest. Habt ihr eine? Habt ihr eine? Ja. Huge! Wo ist nochmal der Keller? Weiß ich nicht. Ich vergesse den immer. Ich glaube hier und dann vorne rechts oder so. Wieland, wo geht's lang? Hier hinten, mir hinterher. Einmal zum Feuer und dann links, oder was? Feuer und dann rechts. Wir können auch drei Ratten gleichzeitig machen, ne? Ja, ja. Aber lass zwei einfach machen, scheiß drauf. Lass zweimal machen. Dann haben wir alle die Hände frei wieder. Ich habe oben gerade die zweite Tonne mit gerade umgekippt, das heißt, es sind alle 10 jetzt im Umlauf. Okay, ich bring die erste um. Ja. Okay, nächste draufpacken. Okay, wundervoll, wundervoll. Okay, wieder hoch. Geil, geil, geil. Digga, Wieland, was geht bei deiner Schuhgröße ab? Ich seh's nicht. Digga, haben die gerade beide ingame gehustet und Wieland hat noch on top auch gehustet? Rollstuhl, Bitch. Was ist das? Oh, den hat's instant gefickt, Alter, geil. Okay, oben war noch ich einiges. Ich hab das Gefühl, in den Obergeschossen ist noch einiges los. Boah, ich finde gerade gar keine Ratte mehr, Digga. Wait, hier ist eine, hier ist eine! Ich hab eine, ich hab eine! Stark. Boom. Bro, deine Pet-Ratte lenkt so ab, ich denk da gerade. Ja, Mann, die nervt, die Scheißvieh, Alter. Ich glaube, hier kommt die alte. Wieland, wo geht's nochmal in den Keller? Wieland, wo geht's nochmal in den Keller? Da beim Feuer und dann rechts. Oh, bitch, Leute! Ich lauf vorbei. Nee, das ist falsch. Nicht nach rechts. Hier. Schnell weg, Bruder, schnell weg. Oh mein Gott, wer bist du, Digga? Weg mit dir. Zack, boom, gefickt. Alright, easy. Okay, erst Rad ist hier. Kommt die hier runter gerade? Oh mein Gott, du hässliche. Boom, stunt, alright. Und outmoved. Get outmoved, bitch. Zack, Junge. Sie sind immer noch hinter mir, immer noch hinter mir. Okay, outmoved. Huge.
Digga, bis jetzt noch keiner gestorben und wir haben, glaube ich, die vierte Ratte jetzt gerade. Wir brauchen 10, dann haben wir es. Es wird immer schwerer. Gerade geht's noch. Okay, ich muss als erstes wieder eine Schüssel finden. Oh nein! Nein, 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 nein! Hier ist eine! Hier ist eine, Jungs! Jungs! Oh! Oh mein Gott, ich habe eine Schüssel gefunden. No way, wie lucky. Jungs, Jungs! Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ich habe 2. Jungs, 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 wo seid ihr? Hallo? Jungs? Hallo? Jungs, 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 kommt runter, ich hab 2. Geil. Die Livia hat auch eine. Geil, dann haben wir 3, Junge. Ich warte hier unten beim Feuer. Einfach gedodged. Geil. Let's go. Junge, jetzt werden verfickte Ratten gegrillt, Männer. Okay, ich mach an, nicht erschrecken. Ja. Es war keine Sicherung drin. Sicherung. Geil. Geil, shoot. Okay. Neue Sicherung rein. Und noch eine, Digga. Let's go, weg. Und noch eine, Digga, let's go. Bro, holy shit, huge. Vier Ratten, Boys, das schaffen wir. Digga, too fucking easy. Alright, 4 Ratten, dann haben wir es, Jungs. Geil. Lass mal ein bisschen zusammenbleiben, weil die wird jetzt nur Aggro. Wir brauchen vielleicht... Sie kommen! Sie hat Healer mitgenommen, Bro. Ich nehme Medikit. Ja, aber... Wieler wird sich safe eingekackt haben, Bro. Oh nein, der Arme, ich hoffe nicht. Okay, lass Wieler erstmal verrecken, dann sehen wir ihn durch die Wand. Wieler, wo bist du? Da oben, da oben. Ey, Wieler, du kannst uns hören, krabbel runter. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, dreh's mal weg, 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 weg. Okay, ich warte, bis sie wegläuft. Nein, sie kommt zu uns, sie kommt zu uns, dreh's mal, sie kommt zu uns. Warte mal, wo ist Rätsmann? Ich glaube, sie kommt einfach nur zu mir. Ist sie noch hier? Sie ist hier unten. Hallo, Freunde, wenn ihr mich hören könnt. Sie ist hier unten. Kommt aber hoch. Okay, ich gehe langsam hinterher. Bleib liegen. Pass auf, sie ist bei euch oben. Oh nein, wurde Rätsmann auch gefickt? Seid ihr safe? Ich glaube ja. Sie ist hier unten, sie ist hier unten. Sie kommt zu euch hoch, sie kommt zu euch hoch. Oh mein Gott, wer ist sie? Okay, stun, 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 stun. Ich move. Ich hab keine! Ich hab keine Schüssel! Ist sie bei mir? Nee. Okay, ich guck, ob ich eine Schüssel finde hier unten. Na, ihr Versager, was geht ab? Double Kill, easy. Boom, get ranked, bitches. So, alright, was war hier noch? Hier ist eine Schüssel, boom, let's go. Hier ist noch eine Schüssel, okay, huge. Kriegen wir die mal hier und dann sehen wir die direkt. Ist jemand gestorben? Oh nein, hier ist der Drehzmann erwischt, glaube ich. Oh, Double Kill. Easy. Get wrecked. Dicker, verreck halt. Oh mein Gott, das hat mich gerade so viel UV gekostet.
Wenn jetzt einer hier unten spawnt, bin ich trapped. Oh mein Gott, es darf hier keiner spawnen. Wenn hier einer spawnt, bin ich trapped. Ey, nein, sag mir bitte nicht, noch einer ist gestorben. Okay, das muss eine UV reichen. Richtig, okay, let's go. Oh mein fucking Gott, was geht hier ab? Oh mein Gott, nein! Jesus. Okay, ich habe auch geworfen, scheiße. Ich hätte, glaube ich, unten bleiben sollen. Sind wir jetzt alle down? Irgendwer lebt noch anscheinend. Scheiße, ich weiß nicht, wo die anderen sind, Jungs. Hallo, Freunde, wo seid ihr? Geilo! Sie ist auf mir, sie ist auf mir! Bei mir ist sie! Hier, wo ich rede, 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 ist sie! Okay, ich sehe sie nicht mehr, sie ist weg. Okay, kannst du irgendwie... Ich komm nach unten. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Es geht's mal verreckt. War das eine Rätselverreckung? Hier, Jungs! Ich habe kein Medkit, Bro. Ich habe kein Medkit. Sie ist ganz oben. Dritter Stock. Ey! Leute, hört mir ganz kurz zu! Es liegt ein Medikit unten im Keller! Meint ihr, das haben sie gehört? Es liegt ein Medikit unten im Keller! Oh nein, wer ist er? Ey, yo, was geht ab, Goofy Ass Bro? Pass auf, sie ist hier irgendwo. Schnell mit Medipack. Okay, Rätsmann, ich hol dir auch eins, ja? Krank. Oben in dem oberen Stockwerk sind noch ein oder zwei Ratten, Bro. Okay. Ich hier Ratten. Ich hol Medikit. Oh nein. Nein. Bro, sie ist hier. Ja, renn. Ich hab Medikit. Warte mal, kann man hier so movementmäßig so? Oh mein Gott. Digga, fucking Parkour, Junge. Alright, let's go. Wie hot willst du angerannt kommen, Kevin? Yo. Okay, ja, im oberen Stockwerk sind auf jeden Fall noch ein oder zwei Ratten und es gibt noch einen Raum, den wir nicht aufgeschlossen haben, das Badezimmer. Ja, okay. Wir müssen uns wieder eine Schüssel holen, Bro. Wollen wir beide kurz runtergehen in den Keller? Da gibt's Schüsseln und noch ein Medikit. Hier gibt's auch Schüsseln irgendwo. Okay. Glaube ich. Wieland hat einen neuen Schlüssel. Behandlungszimmer. Krass. Hier ist ein Medikit und eine Sicherung, Bro. Ja, brauchen wir beides nicht. Ich nehme das Medikit mit. Okay, ich glaube, Wieland hat es erwischt. Ich nehme mal Medikit mit. Wieland! Wieland, bist du noch am Land? Oh mein Gott, Wieland, pass auf, sie kommen! Zu uns! Die kommt! Sie stunt, weg. Dip hier über die Betten, Bro, oder über die Kisten. Hier ist eine Schüssel. Sie ist hier. Jesus Christ. Oh mein fucking God, Bro. Junge, quickest revive in history. Let's go. Okay, lass Ratten suchen. Ey, wieder, du musst diese Räume finden, Bro. Die sind OP. Ich hab ne Ratte. Haben wir noch eine unten? Ja, wir brauchen nur noch zwei Ratten. Dann lass erstmal runtergehen. Lass unten treffen mit Rätsmann. Okay. Rätsmann ist tot, oder? Nee, Rätsmann müsste noch leben. Hier. Wenn jetzt jeder von euch noch eine Ratte holt, haben wir drei Ratten und können es beenden. Du hast halt den Schlüssel, Bro. Du musst die Räume machen. Ja,
scheiß drauf, kill sie. Kill sie, Bro, kill sie. Kill das scheiß dumme Mistvieh, Junge. Weg mit dem Scheißvieh, Alter. Pack die nächste auch drauf. Schön, gut, 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 gut. Okay, jetzt zwei Ratten, dann haben wir's. Okay, let's get it. Let's get it. Ich lass die letzten zwei mal aufheben, Alter. Die sind da oben völlig am durchschnaggeln, Alter. Okay, wir versuchen jetzt beide gleichzeitig zu finden, okay? Ja. Okay, Männer, geht Vollgas, wir haben's fast. Jungs. Ja, geht mal vor, geht Vollgas, Leute, Vollgas. Jetzt müssen wir tryharden. Oh mein Gott, okay. Okay, okay, okay. Wir können nicht an der vorbei, wir müssen sie hinten rausbaiten. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Okay, jemand hat sich geopfert. Perfekt, korrekt. Danke, Wieland. Danke, Wieland, Bruder. Alter, du bist ja wirklich so ein Ehrenmann. Danke, Doc. Oh mein fucking Gott. Junge, mein Herz, Digga. Ey, wir müssen wieder ein Save, der hat die Schlüssel. Ich hab Medikit. Wo ist Wieland? Da. Hier, hier, bei mir. Hier hin. Hört ihr mich? Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Go, go, go. Jumpen, jumpen, jumpen. Stecker im Walk. Alter, Drive-by gekillt, die alte Sau. Den Rollstuhlversager. Wir haben 8 Ratten gerade. Wir brauchen noch 2, dann haben wir die Map geschafft, Junge. Das wäre so huge. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ich überlege, ob ich einfach so supportmäßig spiele und einfach Medikits umlaufe. Ich habe das Gefühl, die Jungs finden eher die Ratten. Ich suche ein Medikit, okay? Oh Gott. Hier oben, hier oben, hier oben. Komm, musste sie kurz outmoven. Sie ist einen Stockwerk tiefer, Leute. Wo ist das Medikit? Irgendwo hier, ich seh's durch die Wand. Da kann ich nicht hin, Rätsmann. Da kann ich nicht hin. Okay. Ja. Ja, hab eins! Ich hab eins. Digga, was ein verfickter Bait. Was ein verfickter Bait. Oh mein Gott, Jesus Christ. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo Wieland Welt ist, Digga. Wieland ist weggegangen. Hey Wieland, hier spricht dein Gewissen. Wir sind beide tot, du musst uns retten. Das habe ich nicht im Discord gesagt, weil das wird cheaten. Wenn wieder stirbt, sind wir alle komplett down. Dann müssen wir von vorne anfangen. Oh mein Gott. Wieland, er lebt noch, stark. Ey, Wieland, falls du mich hörst, hier auf unserer Ebene ist ein Medikit. Ah, nee, eine Ebene über uns. Oh nein, das hat ihn erwischt. Es ist GG. GG. GG, mein Friend. Gib mir einen Kuss. Fuck. Oh, ich guck mir noch mal ganz kurz deinen Arsch an, bevor wir sterben. Bussal, Wallah, du hast guter Arsch. Wo sind wir jetzt da? Ah, okay, check. Das muss die beschissenste Animation ever sein, what the fuck. Digga. Ey, das waren die schlechtesten Effekte auf Erden, Alter, gerade am Ende da. Das Ende war absolut wild, Alter. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, das können wir haben. Ja, wir müssen es nochmal tryen. Ey, sollen wir es nochmal versuchen in dem anderen Haus, Bro, in der ersten Map, Rätsmann? Habt ihr es da geschafft? Boah. Nein, aber die Map ist viel einfacher zu checken direkt. Die ist halt viel kleiner. Ja. Die ist jetzt nicht einfacher, ey, weil der Rüssel trotzdem in den Arsch gibt. Ich muss jetzt dieses hässliche Bastardvieh wegmachen hier. So. Ja, aber mein Schwein bleibt.
Okay. Das ist Willi. Okay, wir gehen rein. Es ist selbe Prinzip, Bro, nur es gibt so Verbrennungs-, wie nennt man das, Öl und es gibt Heu. Und es sind Ratten. Okay. Ziegen. Ziegen. Ich muss aber kurz noch was zu snacken schauen. Okay, bis gleich. Ja, ich muss kurz noch mal auf Toilette gehen. Okay, same. Ich hab so Angst bei dem Scheißcam, ne? So. Ich habe nichts mehr zu essen, deswegen esse ich jetzt Knäckebrot mit Hummus-Dip. Wie lange hält sich Knäckebrot, Chat? Kann das auch einfach abgelaufen sein? Wenn das hier schon so einen Monat steht. Sollte fein sein, okay. Hey, yo, seid ihr gerade da? Ich habe gerade so ekelhaft geschissen. Ey, wieder, ich habe gerade einen Tweet gelesen, okay? Pass auf, folgendes. Sag es mir. Da ist jetzt so ein Girl und die hat ein Bild von ihrem Arsch gepostet, ja? Sieht so ziemlich stabil aus, aber ich habe nicht hingeguckt, weil ich habe eine Freundin. Aber da steht da drüber: eine Insel, drei Dinge, was nimmst du mit? Und dann drunter dieses Arschbild, ja? So, jetzt hat, pass auf, Thorsten 44 7699 hat geantwortet. Ja. Dich, deine Wundsalbe für deine Muschi und dein Po und Sonnencreme. So, dann haben wir noch Daniel Geil 78, der hat geschrieben, eine Decke Viagra und dich. Und dann haben wir noch den guten Eiersahne AO, Junge. Dich mit deiner geilen Pussy, meinen harten Schwanz und prall gefüllte Eier.
Und der Tweet darüber, der das alles zusammenfasst, ist: Thorsten, Daniel und Eiersahne AO sind meine Favoriten für die nächste Staffel Seven vs. Wild. Oh. Digga, legendärer Tweet. Eiersahne AO, oh. Digga. Ey, auf Twitter laufen aber auch immer irgendwelche 40-Jährigen rum, die dann unter solche Bilder posten, dass sie die irgendwie ficken würden oder irgendwie so eine Scheiße. Ja. Manchmal trendet auch sowas wie so, zum Beispiel an Silvester, da ist anscheinend irgendwie ein Trend, dass man rote Unterwäsche trägt. Und dann war Unterwäsche war quasi drin. Und da sind dann einfach so welche, die posten einfach so ein Bild von ihrem Ausschnitt, aber nur den BH. Das sah so wack aus, Digga. Und das sind immer so 45-jährige Frauen gewesen, die mit Klarnamen ihren Twitter-Account hatten, you know? So Sibylle Meyers @ heißes Schnittchen 9. You know, so einer auf den und dann, yo, hier sind meine Titten, was geht? Bro, so strange, Digga. Ich bräuchte mal eure stabile Meinung zu Knäckebrot. Was ist das hier? Warte mal, ich muss kurz den Clip von dir gucken, Wieland. Knäckebrot ist geil, ja. Too fucking easy. Alright, 4 Ratten, dann haben wir es, Jungs. Geil. Lass mal ein bisschen zusammenbleiben, weil die wird es morgen wo. Wir brauchen vielleicht. Oh man. Okay, jetzt red's mal wieder da. Yeah. Okay, guys, let's fuck some goats. Also, oder so ähnlich halt. Ja, Mann. Wieder drück mal den Bereit-Button, wenn du bereit bist. USA 2006. Oh, ich check die Donut gleich, sorry, Mann. California's. Ey. Can you guys? Das Top Horror Game, das wird gruselig, muselig, Alter. Can you guys? Keine Traumatra als Unterstützung dabei. Can you guys hear me? If yes, say yes. Aber ihr kennt es ja schon. Basically ist einfach eine alte Bitch versessen. Das ist die Story. Also weiter geht's. Okay. Gut zusammengefasst. Okay. Wir müssen noch auf Howly warten. Dann lass noch auf How Country World E warten und dann geht's ab. Can you see that I mean the way we light? Ey, wieder, what so proudly we held in the stars of light. Oh man, there's How Country. How you doing, man? Nice to meet you, bro. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Okay, los geht's. Alright. Watch dieses geile Movement. Holy shit. Whoa, what the fuck, man. Certified Speedrunner. USA ist das beste Land. Okay, weiter geht's. Ey, nimm schon mal Heu mit. Wir stacken das Heu wieder hinten. Das ist das Heu, das locken wir die Ziegen an. Same Strat wie vorhin, Rätsel, wir legen erstmal alles wieder hinten hin. Ja, hinten zusammenlegen. Hier alles droppen. Wir machen einen Stapel für Heu, einen Stapel für Matt. Wir tryharden das jetzt und gewinnen das jetzt. Für Benzin. Hier ist der Matt-Haufen. Wollen wir Öl hier hinten hinstellen direkt? Ist egal. That's nice. Stell Öl direkt hier hin, dann haben wir es. Ja, komm direkt zum Eingang. Wir stellen Öl da hinten hin, bei dem. Also hier, Wieland, schau hier. Hier ist das Ritual, was wir machen müssen. Hier müssen wir die Ziegen reinwerfen. Okay. Jo, das war's eigentlich auch schon. Und da drinnen, dann vor uns ist das Haus. Frau Müller, ich hab einen Geist gesehen. Ey, lass mal auch Health Kids irgendwo saven. Ja, haben wir hier, Bro, bei der Kiste. K,
Kevin, liege gerade im Bett und bin am Einscheißen so gruselig. Ich hoffe, du scheißt nicht wirklich ins Bett, Dog. Das wäre so semi-Poggers. Boah, Chad, ich sag euch so, wie es ist, diesmal holen wir es. Ich bin confident. Ey, wenn ihr drinnen seid, dann macht mal hinten die Tür schon mal auf, dass wir alle Türen offen haben direkt. Ah, okay, wir haben hier noch einen. Das ist der most komplizierte Weg, den man hätte wählen können hierfür. Ey, ihr Versagermäuse, wo seid ihr? Tobias, danke für den Sub, Bro. CEO, Leon, Nemeton. Jasper, danke Boys, Kuss. Ah, die Jungs haben schon aufgemacht, Bro, warum sagt keiner was? Okay, die sind schon drinne. Okay, Rätsel ist schon drin, Bro. Nimm, schnapp dir einen von denen hier. Okay, jetzt geht's los. Schnapp dir einen von diesen Heudingern hier, Wieland. Das brauchen wir, okay. Ja, Mann. How can you see? Wir haben es gerade leider nicht geschafft, nein. Aber dafür werden wir sie jetzt schaffen. Wey, Poggers. Rätselmann, hast du beide Türen schon aufgemacht? Ich fordere zu, ja, hinten noch nicht. Hab einen Kellerschlüssel, ich hol die Kellermaus. Die erste Goat haben wir, Freunde, Alright, watch this chat. Special Rare Abkürzung. Wer ist dieser Typ, dass er so gut moved? Holy shit. Okay, hier müsste die erste Go drin sein. Boom. Easy. Zack, du wirst geschlachtet jetzt. Wir machen einen leckeren Kebab aus dir. Was passiert hier? Es ist ein Horror-Game, basically, wo wir versuchen müssen, 10 Goats zu finden und auf den Scheiterhaufen werfen. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es geschafft und es wird immer schwerer. So mäßig, so wie Zombie-Mode oder sowas, you know? Und wir müssen die immer so mit Heu anlocken, dann können wir die erst nehmen. Der Wasserkanister ist kein Wasserkanister, das ist Öl. Das brauchen wir, um die anzubrennen. Ein Wasserkanister ist eine Verbrennung. Und wir wissen halt, es sieht dann noch sieht sehr, sehr leicht aus, aber es wird immer schwerer. Ich hab schon eine Goat, hab ich schon im Scheiterfeuer, ja? Oh boy. Die Frau steht hier im Eingangsbereich. Ey, Wieland? Ich weiß nicht, ob du mich gerade hören kannst, aber wenn du den Dachgeschoss-Käfig-Schlüssel findest, dann musst du ins Dachgeschoss. Und muss da den Käfig aufmachen. Hätte man sich eigentlich denken können. Aber das direkt machen bitte dann. Was ist gerade mit der passiert? Dann kriegen wir 5 weitere Schlüssel. Ziegen meine ich. Warum hatten die gerade so geschrien? Ah, die schreit manchmal einfach random. Oh boy. Okay, gestunt, easy. Boah, ich habe jetzt Angst, dass die Jungs vergessen, die Schüssel zu benutzen, die sie looten, you know? Weil es wirkt gerade irgendwie nicht so. Oh! Spielzimmer. Let's go. Es wirkt irgendwie nicht so, als würden die Jungs gerade actually progress machen, aber not sure. Ey Jungs, wo ist denn das Spielzimmer?
Erster? Genau, ja. Hier ist eine geile Kachbar. Fuck, ich muss weg. Okay, die Frau ist erstes OG. Kann ich mich an der vorbeischleichen? Das wäre huge. Digga, sie dreht um, ich werde nicht mehr. Ja, wir kommen halt nicht hoch. Sie ist hier oben, ne? Sie ist hier oben, Achtung! Ja, ich glaube, sie ist stuck hier gerade. Wir müssen das Spielzimmer finden, Jungs. Wo ist das? Ich glaube oben und ich habe. Rätsmann, du hast die ganzen Schlüssel aufgehoben. Mach mal hier ein bisschen auf und so. Ich habe nur einen Schlüssel, Bro, Wieland. Wenn du willst, können wir hochgehen, aber dann müssen wir halt die vorbei. Also wir müssen die wegbaiten erstmal. Ja, kein Plan, Alter. Was machen wir mit der? Ja, einfach reinlaufen und stunnen. Okay, geht nicht, man kann die gerade nicht stunnen. Die ist irgendwie AFK. Das hat ja, die Exit campt da, die dumme. Ja, ich schwöre, macht sie. Die will unseren Loot, Wieland. Scheiße. Okay, jetzt kommt sie. Bait du sie mal weg, da kann ich hochgehen, meinen Schlüssel usen. Digga, was ist mit der? Ist die wirklich irgendwie AFK oder so? Vielleicht, wenn wir eine Ziege verbrennen, wird sie vielleicht ein bisschen aktiver. Ja, dann machen wir das. Ja, mal. Die ist gerade noch am Chillen, Bro. Nee, lass mal nicht machen. Okay, ja, true, dann lass wir noch. Wir können doch an ihr vorbei, oder? Ja, wir müssen nur warten, bis sie. Nein, können wir nicht. Wir müssen nur warten, bis sie weg ist da von der Treppe. Bro, wir können auch über den Dachboden hinten laufen. Da kannst du den hinteren Aufgang, kannst du um sie umlaufen. Weißt du, wo der ist? Ey, welche Schlüssel hast du? Rätsmann, welche Schlüssel hast du? Ich hab Käfig und Untergeschoss. Ja, mach Käfig direkt auf oben. Nein, das ist der Käfig unten, nicht der Käfig. Achso, und Untergeschoss? Okay, dann haben wir noch keinen neuen Schlüssel. Außer Spielzimmer. Ja. Dann würde ich vorschlagen, Freunde, gehe ich jetzt hoch, Spielzimmer. Und dann treffen wir uns bei der Verbrennungsstation. Okay, sie kommt. Nein. Doch, sie kommt. Stand sie mal, ich geh hoch. Huge. Eigentlich müsste hier auch eine sein. Hier ist auch immer eine. Aber die ist anscheinend rausgerannt. Hier hat einer übersehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade das schlechteste Team auf Erden. Hauptbadezimmer, okay. Oh, can you see? Okay, irgendwo hier müsste das Spielezimmer sein. Ist das hier das Spielezimmer? Ja, Mann, let's go. Boom, du bist so verbrannt jetzt. Ja, komm, nimm. Boom, gesnackt. Was willst du jetzt machen? Boom, fucking Speedrun, zack. Jungs, ich hab eine, let's go. Okay, haben wir jetzt zwei, oder was? Ja, Mann, wir verbrennen jetzt zwei. Ja, guck mal, lass zwei machen, Bro, dann ist egal jetzt. Wir verbrennen die Hose jetzt. Yo. Let's burn some Hose. Mein ganzer Chat coomt einfach auf diese Leiche ab. Okay, jetzt wird Andy so. Wieder willst du schon die nächste holen? Den nächsten Kanister? Ja. Kannst? Das ist so ein geiles Game, Digga. Was machen wir hier? Okay, geil, let's go. Die ersten zwei sind easy. Weiter geht's, Männer. Alright. Leute, komm mal zu mir, ja. Taktikbesprechung, ich kann nicht so laut reden. Okay. Die letzten vier sollten wir auf einmal machen. Wir können nur drei auf einmal machen. Doch, können vier machen. Eine liegt auf dem Scheiterhaufen. Ah, true. Jeder hat eine in der Hand. True. Obwohl, nee, muss man... Ist aber schwierig, weil, Bro, pass auf, hier mir out. Wenn einer von uns dann aber während diesem Prozess stirbt, müssten wir eine freilassen wiederum und dann verlieren wir ein Heu. Ah, nee, geht auch gar nicht wegen Benzin.
Einer okay, muss die letzten machen. Drei auf einmal, die letzten drei auf einmal. Ja. Okay. Aber dann darf wirklich keiner sterben. Ist eine High-Risk, High-Reward-Strat. Okay, lass aufteilen, lass aufteilen. Und wenn ihr einen Schlüssel habt, use den bitte. Und in dem Raum, wo ihr used, ist immer eine Gold versteckt, eigentlich. Ja, ja. Ja. Okay, ich gehe nach oben, ja? Ja. Ich hoffe, die Frau ist hier nicht. Oh, can you see? Alter, sind wir im Subchat gerade? Junge, what the fuck, Alter? Das ist rare. Ich hab Retalk-Schiss. Wir müssen unbedingt diesen Schlüssel finden für oben, dann schalten wir alle frei. Oh nein, kommt sie gerade her? Ich glaube, Wieland hat sie gerade genommen. Nice! TV-Raum, okay, das ist unten. Nee, aber die brauche ich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt runter und hole den nächsten Raum. Ich habe den nächsten Raum. TV-Raum ist hier unten. Ja, I know. Achtung! Boom, TV-Raum offen. Und die nächste Gold ist hier. Boom, zack. Get wrecked. Boom. Get fucking wrecked, Alter. So, direkt abgeben. Boom, Speedrun. Das ist die dritte. Let's go. Wir brauchen noch 7 Stück Chat, dann haben wir es. Das ist der Run. Ich habe eine schon auf den Grill gepackt. Die ist hier links. Ist hier links, Bro. Außen oder innen? Okay, check. Ist gestunt. Lass rein. Okay, wir brauchen noch Schlüssel, Bro. Ja, ich such. Ich würde noch unten... Oh, fuck, das ist ein bisschen risky, aber egal. Ich hoffe, die können jetzt hier nicht rein. Ist hier noch ein Schlüssel? Habe ich hier irgendwas übersehen? Warte mal, hier haben wir den von gesucht. Nee, hier ist noch ein Benzin. Komm, Chat, Alter, das müssen wir doch jetzt hinbekommen, oder? Hauptbadezimmer! Geil, Rätsel, mein Hauptbadezimmer, let's go, aufmachen! Nein, oben, Hauptbadezimmer ist oben, hier bei mir, Bro. Hier bei mir ist Hauptbadezimmer. Wo bist du? Ein Raum weiter, hier, und dann hier, das aufmachen. Was? Wait. Wo? Hier war vorhin noch eine Tür, ich schwöre. Sorry, hab gelogen. Warte mal, das war aber hier vorhin. Ja, irgendwo hier muss es ja sein. An andere Seite wahrscheinlich. Ist es das hier? Hier ist ein Schlüssel. Büroschlüssel. Dann guck andere Seite, ich gehe runter, Büro. Ja. Chat, ich glaube, ich habe noch eine Gold jetzt. Boom. Oh mein Gott. Mein Herz, Junge. Zack, und noch eine, let's go. Yo, Plebs, was geht ab? Willkommen zurück, Freunde. Ich habe noch eine, wollen wir beide verbrennen? Wie beide? Ich habe eine drin und eine habe ich in der Hand. Okay, können wir machen. Dann zünd mal an den Aal. Ich bin gerade dabei, mehr Kanister und mehr Reut zu holen. Sehr, sehr, sehr huge, Spielern. Sehr, sehr huge. Okay, ich verbrenne noch eine. Boom, und verbrenne den Scheiß. Ich gehe schon wieder rein, ja? Okay, sie ist hier draußen wieder. Junge, ich bin so am Tryhard. Es ist wirklich insane. Oh nein, hat es wieder erwischt? Ich hoffe nicht. Ey, Rätsmann, wo bist du? Rätsmann, wo bist du? Rätsmann, wo bist du? Hier oben, ich hab ne Ziege! Geil!
Wieland hat's erwischt. Wieland hat's erwischt. Ah, scheiße. Ja, wir haben genug Medikits überall. Ich rest Wieland. Okay. Kurze Frage, wurde die Vorhersage schon aufgelöst? Bruder, keine Ahnung. Da fragst du den Falschen, mein Junge. Okay, sie ist hier draußen. Warte, kurz vorbeischleichen. Ordentlich Gramm über den machen. Sie ist hier draußen, watch out. Lauf rein, lauf rein. Ah, nicht rauslaufen, Wieland. Ich sag dir ehrlich, ganz up close ist die eigentlich ganz hot. Ey, wo ist denn Rätsmann? Rätsmann, du musst oben den Käfig aufmachen. Ja, ich mache. Okay. Ich sammle mehr Kanister einfach. Killer. Du musst oben den Käfig aufmachen, Bro. Ja, mach ich doch. Geht's denn hier nochmal hoch? Hier? Hier, genau. Dann haben wir alle, geil. So. Boah, sehr, sehr huge, sehr, sehr huge. Boom, okay. Okay, jetzt nochmal an allen Sachen nachgucken. Lass jetzt erstmal bitte verbrennen, wenn wir noch zwei Leute eine haben, weil eine liegt im Topf. Okay. Ah, nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Wenn wir noch eine haben. Warum noch eine? Weil einer muss immer Benzin machen. Ja, aber da können wir noch zwei weitere machen, wenn eine schon im Topf liegt. Stimmt, die sind drei, sorry. Ja, dann warten bis zwei Leute eine haben. Hier ist die alte. Weiß nicht, ob es Rätsmann erwischt hat. Okay, Chair, wir müssen die Goats suchen. Come on. Ich glaube, ich guck mal draußen auf vorsichtshalber Basis. Ich habe vorhin eine draußen gefunden. Vielleicht ist wieder eine hier, Junge. Das wäre huge. Ey, halt mal auch draußen die Augen auf Goats. Ihr braucht Gasolina. Wir haben genug. Chat, ich habe for real das Gefühl, das ist der Run. Ohne es jinxen zu wollen. Okay, hier draußen ist keine. Hier ist eine! Boom! Let's go und raus. Okay, dann ist jetzt meine Aufgabe, einfach zu warten, bis die anderen auch eine haben. Rätsmann, hast du auch eine? Hast du eine gefunden? Nee. Aber hier war gerade die alte, ich bin weggerannt. Ich habe eins, wir können zwei verbrennen schon mal. Ah, wir sollten noch warten, bis wir eine haben, Bro. Okay, dann warte ich hier auf euch, dann geht alleine rein. Sag dann Bescheid. Ey, einer von euch darf keine Ratte nehmen, sonst sind wir gefickt. Ratte? Mann, Goat halt. Achso. Okay, ja. Lass doch eine Ziege suchen. Ja. Okay, ich warte jetzt hier, Chat. Habt ihr nicht vorher nachgefragt, wenn die Ziege gehören? Bevor die verbrennt? Bro, was zum Fick willst du mir sagen? Ey, soll ich mit nach der Ziege suchen? Ich meine, ich muss ja einfach nur rumlaufen und die finden. Und dann rumschreien, hier ist sie, right? Dann gehe ich mit rein, dann bin ich useful.
Ich glaube, die Jungs haben eine. Habt ihr eine? Ich kann nicht stellen, ob sie eine haben oder ob sie verfolgt werden. Oh mein Gott. Bruder, sie hat, Alter, sie hat aus irgendeinem Grund keinen Akku gezogen. Oh mein Gott, das war lucky. Junge, die hätte mich aber kreuz und quer gefickt da gerade. Hab eine, Jungs, hab eine! Ziege bei mir! Ziege bei mir! Ziege bei mir! Ziege bei mir! Ey, hallo, hallo, Team, Team, Team! Ziege bei mir! Ziege bei mir, Ziege bei mir! Leute, Ziege bei mir, Chat, falls ihr, Team. Oh mein fucking Gott, Jesus Christ. Was war das? Die haben eine verbrannt. Die haben eine verbrannt, ist nicht deren Ernst. Die haben einfach ohne mich verbrannt. Die haben einfach ohne mich verbrannt, die Hunde. Junge, ich wurde verkauft, Alter. Habt ihr eine gefunden? Habt ihr eine gefunden gehabt? Ja, ja. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 7. Okay, huge. Dann brauchen wir jetzt noch 3 Stück, dann haben wir es, Digga. Okay, okay. Diskopiert, diskopiert. Bester Run bis jetzt, Jungs. Noch keiner gestorben. Weiter so. Okay, wo sind noch Schlüssel und so weiter? Habt ihr da eine gesichert? Pass auf, die Alte kommt! Okay, mach's gut, Bro. Man guckt da, bevor die einen hoppt. Okay, warte, wir müssen kurz warten. Kannst du rauskrabbeln, Rätsmann? Ja, ja. Bruder, da ist ja einiges los in dem Raum hier. Pass auf, so Monster und so. Okay, ich retz dich und wir gehen direkt raus. Ja. Alright, let's go, huge. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, Chat, 3 Goats noch. 3 Goats noch, dann haben wir es. 3 Goats noch, dann haben wir es, Digga. Ich meine, wie schwer kann es sein, oder? Hier im Eingang war vorne eine irgendwo. Ah ne, wait, es war eine Etage drüber. Okay, da sucht Dominik schon und hier. Oh nein, wurde jemand gecatcht? Ich hab das Gefühl, jemand wurde erwischt. Ich glaube, die können auch rauslaufen. Ich guck mal draußen. Vielleicht sind die jetzt inzwischen rausgelaufen. Oh no. Dicker, wie viel tankt die Frau? Bro, sie tankt. Alter, fucking Garen Toplane wieder, wirklich. Garen Toplane auf Tank gebaut, Alter. Hey, yo, Leute, sie ist im Eingangsbereich, sie ist im Eingangsbereich. Ich lieg aber auf einem Medkit. Okay. Bei mir ist ein Medkit und da ist auch die Alte. Ja, ich sehe gerade. Sag mir, wenn die oben, wenn die Treppe hochgeht. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ist Wieland noch dabei? Ja, selbstverständlich. Okay, ihr könnt runterdroppen, ihr könnt runterdroppen, jetzt runterdroppen. Danke für den Revive, Lil Bro. Kein Problem. Okay, lass dippen. Ich glaub, sie kommt, ich glaub, sie kommt. Ich habe eine Ziege, wir brauchen nur noch zwei Ziegen. Okay, huge, huge, huge. Huge, huge, huge. Ich brauche Heu. Ist hier noch irgendwo? Okay. Vielleicht ist auch noch eine im Außenbereich. Guck da auch noch mal kurz. Hab ich schon ein bisschen. Noch nichts gefunden hier. Okay. Pass auf, da ist einer am Eingang, Wieland. Rätsmann. Komm, Junge, das schaffen wir. 2 Ziegen und dann haben wir es. 2 gottverfickte Ziegen, Alter. Das werden wir wohl hinbekommen. 2 gottverfickte Ziegen, Wieland. Wir haben genug Medkits für alle, nur ich sterbe jetzt. Okay, ich check nochmal hier draußen, ob hier einer ist. Auf Safeness. Vielleicht können die auch nach hier hinten irgendwie laufen. Nein, okay.
Bro, die ist so sauer. Ich gehe, glaube ich, erst in Stock. Hier sind zwei Goats! Ne, eine. Ich habe eine. Okay, ich gehe über Keller. Ich muss meine UV erstmal aufladen, glaube ich. Kannst du den killen? Komm. Okay, WLAN hat Topskill on, Bro. Wir müssen WLAN retten gleich. Ja, lass erstmal die. Achso, scheiße. Sollen wir zwei verbrennen? Lass zwei verbrennen auf safe. Scheiß drauf, die letzte schaffen wir auch so. Okay. Krass. Dann haben wir Hände frei, Bro. Ist wichtiger. Verbrenn die. Go. Dann holen wir WLAN. Dann brauchen wir nur noch eine einzige, dann haben wir es. Oh mein Gott, das kann sein, Alter. Lass nicht jinxen jetzt. WLAN, komm raus. Okay. Ist drin. Du kannst. Ich geh den Typen da hinten schon mal. Okay. WLAN, ich retz dich. Digga, einfach, Junge, er roleplayt einfach. WLAN hat ehrlich gespielt, das wäre krank. Sie kommt raus, passt auf. Okay, wir brauchen noch eine Ziege, dann haben wir es. Wir müssen reinmoven, Jungs. Hier sind wir stuck. Kommt nach hier vorne. Sie kommt. Okay, go. Sie ist dann. Haben wir noch irgendwo Heu? Ich hab Heu. Vorne liegt Heu. Go. Run. Sie hat Howland. Okay, ich hab auch eins. Sie hat Howland? Wollen wir ohne ihn weitermachen? Was ist die Strat? Du gehst rein, suchst Heu, ich rette ihn. Okay. Er sucht Ziege, meine ich. Okay, dann versuchen wir mal die letzte Ziege zu finden. Okay, Chat. Ich könnte das ganze Game jetzt carryen, wenn ich die Ziege finde. Easy Double Kill, wichtig, Digga. Oh mein Gott, Ritzmann muss das jetzt carryen. Nein, ist Ritzmann dead? Nee, wait, er kann nicht dead sein, wenn ich tippe. Okay, warte mal, ich will nach hinten krabbeln, right? Ich will zum Medikit krabbeln da hinten. Ihr hättet sie nicht verbrennen dürfen. Ja, maybe. Digga, die ist auf voll Enrage gerade. Boah, wenn wir es jetzt blowen, wäre es ehrlich schade. Rätsmann, falls du mich hörst, ich bin draußen, ich kann gerettet werden. Aber ich mach sowas noch. Hey Rätsmann, ich bin im Discord. Du kannst mich draußen retten, ich bin safe. Ich lieg an der Seite, wo man ums Haus laufen kann. Du bist tot? No way. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so traurig. Das war der Troll. Viel Spam. Ich glaube, es war dumm, dass ihr die Ziege verbrannt habt, ohne die anderen. Weil wir hätten ja alle drei auf einmal verbrennen können. Ja, maybe. Ja, man muss die letzten drei machen. Wir wollten dich halt retzen. Keine Ahnung. Und wir hatten halt die. Sonst hätte halt Kevin die Hand nicht frei gehabt. Oh, shit. Ja, am Ende werden die wirklich unfassbar aggro, Bro. Ich konnte dann nirgends wohin. Alter, die war ja auf 9, war die ja auf komplett Cracko, Alter. Ja, war sie. Oh, fuck. Ey, wenn wir tot sind, am besten immer nach draußen moven, Leute. Weil im Haus selber, Bro, wenn du da reingehst, vor allem wenn du das letzte lebst, keine Ahnung, wo die ist, keine Ahnung, was los ist, so, da kann man übel schwer retzen. Ich hab nur zu spät gecheckt, Kevin, dass du draußen warst. Sollen wir noch einen Try machen? Ich wäre noch bei einem dabei und Romatra auch. Let's go. Dann ist es so. Dann machen wir's. Bro, wenn wir das nicht schaffen, über unsatisfying. Ja, Mann. Wir müssen das jetzt schaffen, Freunde. Es ist höchste Prio. Die ersten Goats, scheißegal, aber dann die letzten drei auf jeden Fall zusammen, Jungs. Und sobald wir den Schlüssel haben für oben, direkt aufmachen, dann können wir mehr finden. Alright, let's go, Boys. Nicht Taso OG, danke für die drei. Papa Platte, du, also sorry, aber ich mache sowas normalerweise nicht, aber wegen ein paar Bets habe ich so ein paar Papa Points zu wenig, um diesen Monat alles zu begleichen. Kann man da irgendwie vielleicht ein paar Points als Vorschuss haben? Ich gebe nicht auf. Nee, actually nicht, Bro. Aber ich kann die Jungs vorbeischicken, wenn du es nicht pünktlich schaffst, die zu bezahlen.
Chat meint, es war eine gute Strat, alle Sachen auf eine Stelle hinten zu legen? Eigentlich schon, ne? Das war schon relativ huge. Das wird der Try, Jungs. Boah, Jungs, das muss der Try werden. For real, for real. Wo ist denn Howland? Ich glaube, Wieland ist irgendwo anders. Junge, das ist, wir sind so ein Tryhard-Team inzwischen, das ist insane. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, wäre ehrlich peinlich. Okay, hier habe ich, glaube ich, jetzt alles zusammengeräumt, ja. Okay, das ganze Heu liegt auf einem Feld, Medikits sind dahin und da hinten kommt das Öl hin. Ihr braucht mehr Med-Koffer. Ja, Bro, wir haben ja nicht also unlimited, you know? Die spawnen halt nur begrenzt. Es war jetzt auch nicht das Problem, dass wir zu wenig Med-Koffer hatten, Bro. Es war eher das Problem, dass wir uns halt am Ende zu schnell catchen lassen haben. Das ist noch der Normal-Mode. Digga, true! Es gibt noch zwei Schwierigkeitsstufen da drüber, Junge. What the fuck, Alter? Wie spielt man denn das? Right, let's fucking go. Kompletter Psycho-Shit. Alright, let's go. Wieder hier die alte. Okay, let's go. Dann mal rein in die Masse. Hier ist meine Streaming-Gebühr. Bitte keinen vorbeischicken, Quentin. Diese Sache. Nice one. Gotcha. Eigentlich ist ja auch immer eine Gold direkt gewesen. Mal anscheinend nicht. Danke, Pavo. Stabile minus 3, Dog. Ich habe das Gefühl, jetzt wissen alle, was sie machen müssen und jetzt ficken wir diese ganze Scheiße hier auseinander. Okay, ich sollte, glaube ich, als allererstes in den TV-Raum gehen, right? Der ist unten. TV-Raum müsste, wenn mich nicht alles täuscht, hier sein. Hier sein. Boom und erste Gold im Keller. Ah, wir haben die erste Gold. Nice. Alright, und boom. Let's go. Jo, Adlerauge, was geht? Chat, by the way, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit, während wir hier gerade am Tryharden sind. Nö, du, Kevin, ich find's eigentlich ziemlich scheiße gerade. Hier meine Streaming-Gebühr für diesen Monat. Nicht, dass Sami-Boy vorbeikommt, Monka. Chat, ich will wirklich nicht der sein, aber es gibt keine Streaming-Gebühr. Das habt ihr euch selber ausgedacht, um andere Leute reinzubaiten in noch mehr Donations. Es existiert nicht. Wirklich. Weiß nicht, ob die Jungs draußen sind, gerade ein paar Codes verbrennen. Das
some goats. Ey Jungs, eine ist, liegt schon auf dem Grill, ja? Ich glaube auch, dass wir die erste Ziege verbrennen müssen, bevor es losgeht. Out, nevermind. Ey, hab ne zweite, hab ne zweite! Scheiße. Ich hab dir zweite, Bro. Wir haben zwei gerade. Soll ich beide verbrennen? Nein, nein. Okay. Ja, ja. Ey, Wieland, kannst du mitkommen? Howland, kannst du mitkommen? Ja. Du musst mal kurz die Ziegen verbrennen für mich. Lord Hitoru, danke für den Sub. Admiral King Meyer, Swagboy Sven, Böges, Dizzle, danke für die Subs, Boys. Ich lieb's doch. Danke, Bros. Danke, Bros und Brosettes, Alter. Geile Scheiße. Ich liebe euch doch so sehr. Komm, verbrenn jetzt hier die Scheiße. So, hier ist Nummer 3, Leute. Ja, let's go. Easy. Okay. Verbrenn, du alte Nuttenbitch. Hau die kommt. Hau rein, Rätsmann, hau rein. Rätsmann, hau rein. Hier ist drin. Einer von euch ist tot. Ey, ey, kalt mal. Keiner covert, ich wurde so verkauft, Alter. Ich wurde so krank verkauft, Digga. Oh, hatte die rote Augen? Okay. Dann never mind. Dann hätten wir vielleicht erstmal runnen sollen. Hier, bist du da? Hallo, ich krabbel gerade runter, ihr kleinen Mäuse. Ich liege im Wohnzimmer, bitte einmal aufheben, danki. Danke. Habt ihr alles verbrannt, Jungs? Habt ihr alles verbrannt? Ja. Geil. Dann kann die große Fickung weitergehen. Wie gesagt, die letzten drei müssen auf jeden Fall auf einmal. Ja, auf jeden Fall. Alter, die ist off the perk, wenn wir die nicht machen, alle auf einmal. Die geht's im Top, Jungs. Okay, geil, huge. Dann noch zwei weitere, dann Abfahrt. Wie viele haben wir gerade? Drei? Oder okay, das ist jetzt die... Also wir haben drei aktiviert und das ist die vierte, die drin liegt. Ah ja, okay, check. Was habe ich denn noch für Schlüssel? Frühstücksraum haben wir. Hell in der Hölle, Alter. Viel Spaß auf Facebook. Ey, die Alte ist in der Bibliothek. Hier meine Streaming. Und scratch dich hier wie ihr Neck. Sie kommt ein paar Tage zu spät. Eigentlich möchte ich doch keinen Streit. Es gibt das nicht, Murky. Lass es nicht wieder Karotten sein. Was für Karotten, Bro? Auf Flair angelehnt, oder wie? Ey, die ist in der Bibliothek, nicht erschrecken. Wo ist die Bibliothek, Bro? Hier, Bruder. Schau hier. Hier, da ist die Bibliothek. Ah, okay. Da unten ist sie auch. Sie läuft jetzt aus der Bibliothek raus. Ich glaube, ich kann sie actually stacken hier und dann können die Jungs in Ruhe suchen. Ich glaube, es ist ein actually huge Glitch Abuse.
Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwer hat noch einen Schlüssel und benutzt ihn nicht. Hast du die? Ich höre dich, du kleine Sau. Hast du die oben aufgemacht, Bro? Nee, ich habe den nicht. Okay. Ich habe alle Zimmer abgesucht, die ich aufmachen kann. Oh, Wieland hat Dachbodenkäfig. Ja, und Kellerschlüssel hat Wieland auch. Wieland soll im Keller mal gleich aufmachen. Wieland, Welte aus Rumatra. Aus Bonn meine ich. Wir sind so durch, alle. Ich hab ne Ziege, Jungs. Ich hab ne Ziege. Sehr geil, Bro. Mit deinem Schlüssel. Okay, ich warte mal kurz. Hier meine Streaming-Gebühr. Wenn du die Leute doch schicken solltest, können sie dann den 25 cm Strap-on von letztem Mal mitbringen? Frage für meinen Goldfisch. Leute, es ist 3 Uhr nachts. Lord Hitoru, danke für den Sub. Gruß. Wissen Sie, pass auf, siehst du? Meine Streaming-Gebühr für diesen und letzten Monat. Kannst du bitte jetzt meine Familie freilassen? Jesus Christ. Oh, good job. Easy, get wrecked, get fucking scammed, easy. Get out moved, holy shit, get out. Holy shit, watch this. War crazy shortcut. Hat die Wieland gehopst? Nee, die hat mich nur einfach geagrot. Okay, Bro, ich hab auch noch eine Ziege in der Hand, jetzt brauchen wir noch eine. Okay. Ey, wo ist denn Wieland? Wieland hat für den Keller einen Schlüssel, die kann er einfach aufmachen. Keller. Okay, da hat er dann die Ziege schon, oder wie? Genau, die habe ich gerade in der Hand. Weil er dachte, er musste mir unbedingt in die Hand geben. Sollen wir die zwei schon mal verbrennen, Bro? Nee. Okay. Lass jetzt einfach kurz suchen. Du, Wieland. Pass auf, die Alte ist hier. Okay, ich move vorbei. Und vorbei. Ui, Memo. Ah, ich geh rein. Ich glaube, hier unten haben wir echt alle Räume offen. Ja, glaube ich auch. Ich guck mal oben. Er muss die halt reinlassen, die Viechers. Oh mein Gott, nice! Ich hab eine! Geil. Dann raus hier. Hier sind Ziege auf dem Boden. Ich hab eine, Wieland. Hier sind zwei. Wir haben hier noch eine. Fang die. Ich lauf dir hinterher. Ja, aber irgendwer muss doch Zeug reintun. Ja, egal, wir können die auch bei uns rauslassen, die frisst das Heu da hinten im Hauptquartier. Streaming Gebühren von seinen Zuschauern und tut ihnen schon Dinge an, wenn diese nicht bezahlen. Hast du eine genommen noch? Nee, ich hol Heu. Boah, das ist ja unfassbar huge. Oh no. Passt auf. Nicht stand. Mach die nicht aggro. Wenn wir die einmal stunnen, ist RIP. Lass die lieber outmoven. Tja, das gibt keine Streaming-Gebühr. Danke für die Subs. Wo sind die denn? Die Goats? Keine Ahnung, verloren. Hier beide in dem Raum? Können wir die einfach einsperren, Bro? Ja genau, lass die nehmen und dann da hinten hinlegen und dann wieder Zeug hinlegen, dass die da chillen, oder? Ja, genau. Verstehe ich sie richtig? Dieser Streamer nimmt Streaminggebühr von seinen Zuschauern und tut ihnen schlimme Dinge an, wenn er sie diese nicht bezahlt? Der Schwamm, der wohnt in einer Ananas, sagen sie. Fragt doch einfach, ob ihr meine Ziegen haben möchtet. Freundlichkeit ist doch das A und O, ihr Diebe. Okay, let's go. Wieland, setzt es an ein Ding und dann, ich hole die dann direkt, ja? Lass mich als nächstes reintun, Rezmann. Ja, okay. Nee, warte mal, Jungs, ich hab einen ganz anderen Plan. Schnell, mach! Nein, wieso denn schnell? Schnell, du, die frisst das Zeug weg dann! Ach, die frisst das komplett weg. Ja, Bro, WTF, Wieland! Hey, Leute, ich hab einen Plan! Hey, lass mal Wieland jetzt in Ruhe, ja? Da gibt's sich voll die Mühe, ja? Sorry. Sicher, dass die das komplett wegfrisst? Ja, komplett hat die vorhin gemacht, Bro. So, Wieland, jetzt schnell die holen, bitte. Schnell, hol die. Die sind extrem hungrig, die Huren, Söhne.
Und die nächste, boom. Und gefickt, huge. Alter, der Verbrenner ist aber direkt hier, das ist so stark, Alter. Junge, und noch eine dicke, Alter. Das ist wirklich die Oberverbrennung. Wir müssen aufpassen, wenn sie kommt, dass alle dippen, ja? Wenn sie kommt, dass alle dippen. Ja. Kommt sie, seht ihr sie? Seht ihr sie? Ich seh sie nicht. Sie ist nicht da, nee, sie schreit nur. Okay. Boom, noch eine gefickt und jetzt sie noch kommt, eine. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt! Strahlen, strahlen, strahlen! Ich war stuck, Digga. Ich bin nach hinten gelaufen, ich war stuck an so einer Säule, Junge. Oh mein Gott, ich kotze. Ja, ich bin nach hinten gelaufen, Digga. Ich war stuck an der Säule, Junge. Jesus. Bruder, sie dreht mich direkt hoch auf fucking Dachboden, Alter. Jesus. Jetzt lass ich mal so krank verpissen, Alter. Ah, Jungs, no, moin, was geht ab? Und hier ist sogar noch eine Goat, Digga. Das ist der huge Party Room hier. Soll ich der Goat einfach folgen? Ja, ist echt gar nicht so dumm. Ey, Leute, auf mir ist eine Ziege oder in mir oder so, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob die irgendwie vergessen, mich zu retten oder so. Achso, komm raus, okay. Ey, Bro, warum kommst du nicht ganz nach draußen? Das ist eine Ziege, das ist eine Ziege, das ist eine Ziege, Bro! Ey, erklär mir, warum du nicht ganz nach draußen kommst. Mann, du Huren! Du mein Teammate, meine ich, sorry. Hier ist eine Ziege gewesen, jetzt haben wir sie verloren. Junge, wie sau. Warum kommst du nicht raus? So sauer, der Mann. Aber da war eine Ziege, Bro. Oh! Oh nein, oh mein Gott, ich hab's zu spät gerafft. Sorry, Rizman, ich hab's zu spät gerafft, my bad. Warte, ich hol Medikit hinten. Ich rette dich eben, Bro, eine Sekunde. Okay, sie läuft, im Erdgeschoss lang, ja? Pass auf. Das ist richtig unfassbar unentspanntes Fahren jetzt gerade. Okay, jetzt konzentrieren. Oh mein Gott, du Hurensohn, lass mich los. Und du auch. Okay. Hier, zieh hier, mit! Hier, nimm mit! Nice, huge. Ich muss hier raus, ich will hier raus. Ja, ich komm auch mit raus. Ich glaube, sie verfolgt uns. Ja. Sie stunt, lauf. Sie wird gleich aggro sein. Sag wieder ein Auto, dass sie aggro ist, dass ihr aufpasst. Go. Das kopiert, Mann. Das kopiert. Hast du eine Ziege? Ah, Wieland hat schon eine. Wieland, sie ist hier draußen aggro. Pass auf, ja, auf. Ich hab eine. Wieland, wir beide müssen noch eine finden. Ja, los geht's. Haben wir dann die letzte? Ist es die letzte? Ja, das ist die letzte. Dann. Okay, fuck. Stand. Und vorbei, schnell. Oh nein, ich bin zu langsam. Ja! Fuck, Mann. Oh, vielleicht hätte ich nach hinten wegrennen sollen? Oh, ich dachte, ich schaff's noch schnell vorbei, Digga. Ich komm nach draußen. Ist gar kein Problem. Ist no problem. Bin draußen, Jungs. Ja, ich kann die Ziege nicht fallen lassen, Bro. Wo ist denn Wieland? Der ist weg irgendwie. Oh fuck, Mann. Wieland muss kommen, Alter. Lass mal nach vorne krabbeln. Hier vorne ist voll, glaube ich.
Oh no. Sie ist aggro. Boah, Vila darf jetzt nicht sterben. Wieland spielt EFT, Digga. Ich dachte, Wieland ist... Wieland hat die letzte Ziege! Geh verbrennen, geh verbrennen, geh verbrennen, geh verbrennen! Geh verbrennen, geh verbrennen! Geh verbrennen! Sie haben alle Ziegen, sie haben alle Ziegen! Sie kommt, sie kommt! Nein, oh mein Gott! Das werden sie nicht schaffen. Die werden jetzt da an dem Altar verrecken, glaube ich. Das Ding ist, einer muss die Ziege fallen lassen. Pass auf, sie ist beim Amulett. Könnt ihr mich retzen? Retz den. Mach ich, mach ich, mach ich. Bleib weg, geh nicht, beweg dich nicht. Sie kommt, sie kommt! Ich war stuck, Digga, ich war stuck. Oh mein Gott. Bro, Jesus. Okay, aber jetzt ist sie abgelenkt, das ist gut. Dann können die Jungs ihr Shit machen. Jungs, ihr müsst one at a time machen, lasst mich einfach liegen. Das ist die einzige Lösung. Die müssen verbrennen, es ist die einzige Möglichkeit, Bro. Ich bin sonst hier Omega stuck. Jungs, ihr müsst verbrennen, das ist die einzige Möglichkeit, for real. Fick nochmal Knock bin, Junge! Sie kommt, passt auf! Sie kommt, sie geht für euren Arsch, Jungs! Sie geht vorne raus, vorne raus, vorne rausgegangen, vorne rausgegangen. Ich komm hinten raus. Ich lieg hinten drin im Haus, falls ihr mich holen wollt. Geil, okay, was jetzt? Was jetzt? Sie ist hinter mir, sie ist hinter mir, sie ist hinter mir! Okay, ich hab den. Ey, es ist gut, es ist gut! Das ist gut, jetzt schätzt sie mich weg! Das ist huge, das ist huge! Die Jungs können verbrennen jetzt, right? Ich glaube, die können es ohne mich jetzt machen. Ich glaube, die haben es geschafft. Das ist gut, Bro. Ich habe den L getaked, damit die es jetzt verbrennen können. Sie müssen noch eine verbrennen, dann haben wir es. Oh mein Gott, oh mein Gott, Bro! Was geht jetzt ab? Ey, Jungs, 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 die fliegt rum! Die fliegt rum jetzt, passt auf! Ich glaube, die kommt zu euch, Jungs. Vielleicht müsst ihr die auch noch verbrennen oder so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's fucking go. Oh mein Gott, let's fucking go. Let's go. And she'll be waiting with me. Oh. Digga, shoot. Let's go. Haben Sie schon mal Musik auf einer 5000 Watt Bassmaschine gehört? Alright. Ey. Warte mal, wir haben eine neue Schwierigkeitsstufe freigeschaltet. Ja, schwer. Achso, okay.
Ey, Jungs, let's go, Alter. So stark, Digga. Boah, das war so schwer. What the fuck, man. Bro, dass am Ende auch die letzte Ziege da noch stand, hat mir richtig Lack gehabt, ey. Boah, ich lass zumachen und Ding. Das wird. Boah, good job, Männer. Geil. Hat richtig gebockt, Mann. Ja, Mann, das Junge, gegen Ende war's.